Samstag, der 30. März. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen eine Show der Extraklasse. Freuen Sie sich auf Ihre Gastgeberin, Maybrit Illner. Und eine Sendung 50 Jahre ZDF. Bester Feierlaune. Maybrit Illner. Ein bisschen ausschwingen und ein bisschen auspendeln und vielleicht die Hebefigur auch wieder absetzen, denn jetzt gibt es was zu gucken. Herzlich willkommen, willkommen bei der 50 Jahre ZDF-Jubiläumsshow. Das kann nur ein toller Abend werden. Danke logischerweise an Deutschlands ausdauerndstes Orchester, Pepe Lienhardt, und seine Musiker. Seit Donnerstag spielen die Jungs quasi durch. Toll, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und einen ganz herzlichen Dank natürlich an die Tänzer und Tänzerinnen des Deutschen Fernsehballetts. Klasse, dass ihr da seid. Und es erwarten Sie heute Abend natürlich fantastische Gäste. Harpe Kerkeling ist da, Senta Berger, Udo Jürgens, Dieter Kürten, Heino Ferch, Katharina Wild, Thomas Orner, eigentlich alle. Die Wim Tölke Gedächtniswand, die kennen Sie schon. An der entlang werden wir uns also auch heute wieder durch die Sendergeschichte des ZDF hangeln. Die blauen Flächen haben wir in der ersten Show aufgedeckt. Die orangenen sind heute dran. Und außerdem lösen wir am Ende dieser Sendung natürlich auf, welche eigentlich Ihre Lieblingssendung aus 50 Jahren ZDF ist. Beginnen wir, wenn Sie einverstanden sind, mit dem Show-Highlight made in Mainz schlechthin. Mit Europas größter Familienshow, mit Wetten, dass. Schauen Sie auf diese Wand. Dieses Fragezeichen hat Ausrufezeichen hinter große Unterhaltung gesetzt. Herzlich willkommen zu Wetten, dass. Ich bin der Neue. Ja.
top. Die Wette gilt. Stopp! Emil, ab! Ab! Stopp! Der LKW steht, liebe Zuschauer, auf vier Vierrädern. Ein 15 Tonnen schwerer Bagger hebt jetzt mit seinem Arm sein Eigengewicht. Und, meine Damen und Herren, er macht einen Kopfstand! Und... Ganz ruhig. Das müsste die Hilde sein. Ja! Ja! So schmatzt nur Hilde. Michael Jackson und Steven Spielberg. Gerhard Schröder. Jean-Paul Belmondo. Jetzt wird es historisch. Hier sind sie, die vier Wetten-das-Moderatoren auf einmal. Hier sind Frank Elsner, Wolfgang Lippert, Thomas Gottschalk und Markus Lanz. Dieses Sofa müsste euch sehr bekannt vorkommen. Alles gut, alles gut. Ein historischer Moment. Die mit den schwarzen Anzügen sind die Bodyguards. Ja, ja, wir passen auf, dass nichts passiert. Wir haben gesagt, es ist ein historischer Moment. Personifizierte Geschichte im Grunde genommen, weil die Sendungsgeschichte hier auf diesem Sofa sitzt. Wir sind mit dem Bagger eingestiegen in diese Konstellation, weil irgendwie eigentlich Bagger bei Wetten, dass Frank Elsner immer rumgestanden haben. Immer schweres Gerät, wahrscheinlich mehr als momentan auf dem Berliner Flughafen aktuell unterwegs sind. Hatten Sie eine Lieblingswette, die mit Baggern zu tun hatte? Ja, eine der ersten Wetten war eine Baggerwette aus Südtirol. Ich freue mich, dass der Markus jetzt da sitzt und das bezeugen kann. Der mit dem Feuerzeug. Ja, der war herrlich. Der hat mit der Schaufel eines Baggers ein Feuerzeug angezündet. Wir haben alle gedacht, der spinnt, aber plötzlich kam Größe in die Sendung. Ja.
Und man weiß bis heute nicht, welchen Sinn das hatte. Aber es hat funktioniert. Ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass bei mir einer mal mit Bagger seine Frau ausgezogen hat. Nee, das war bei mir. War das bei dir? Ich bringe das inzwischen, aber sorry. Dann habe ich bei Rechnen dir gesehen. Sie einfach damit. Rechnen Sie damit, dass es die nächsten 20 Minuten so weitergeht? Thomas, auf welche Art und Weise hast du eigentlich davon erfahren, von Frank Elsner die Show in die Hand gelegt und in den Schoß gelegt zu bekommen? Also zu unseren Zeiten war noch die direkte Übergabe üblich. Das heißt, du hast mich angerufen, so war es wirklich. Ja. Toll. Und ich habe es nicht glauben können. Ich war ein, nicht mal aufstrebender, aber zumindest startender Radio. Moderator, hab ein bisschen Fernsehen gemacht, Telespiele, glaube ich. Nicht ein bisschen, du hast großen Erfolg gehabt damals. Die jungen Leute haben dich auf Händen getragen. So ist es getragen. Richtig. Du hast die Telespiele gemacht. Also, das war schon so. Und dann rief ich ihn an und habe gesagt, hör mal, willst du Wetten, das übernehmen? Hat er gesagt, Frank, du spinnst, das machst du doch nie. Ja. Habe ich gesagt, doch, bitte. Meine, und dann haben Bier wir uns getroffen in München in einem Hotel. Und dann hat er höchstwahrscheinlich gedacht, ich bin eine Fata Morgana. Ja. Aber es war ja richtig, wie man gesehen hat. Und es war auch ernst gemeint. Ich frage mich immer, wie oft er das in den nächsten 20 Jahren bereut hat, aber er hat nie den Eindruck gemacht, als es so gewesen wäre. Nicht wirklich. Nein, hat auch nicht mal Phantomschmerz, glaube ich. Nicht mal Phantomschmerz. Markus, kannst du dich noch an deinen allerersten Wetten, das Moment erinnern als Zuschauer? Das war tatsächlich Richard Chamberlain als Pater Brown. Dornenvogel. Dornenvögel. Der war bei dir zu Gast. Und ich fand das spektakulär. Man muss dazu wissen, ich habe einen gewissen christlich geprägten katholischen Hintergrund, ähnlich wie du, mal eine vielversprechende Karriere als Messdiener gehabt, dann leider falsch abgebogen irgendwann und beim Fernsehen wieder rausgekommen. Aber ich galt so als klerikales Nachwuchstalent. Und zumindest war das die Hoffnung, glaube ich, des Dorfpfarrers. Das hat sich dann zerschlagen, er hat das dann auch irgendwann eingesehen. Und dann war Pater Brown bei dir auf der Couch. Und der hatte doch diese Affäre mit dieser sehr hübschen, dunkelhaarigen jungen Frau. Mhm. So eine Ähnlichkeit mit Maybrit Illner, würde ich jetzt mal sagen. Und wahrscheinlich war ich auch schon in den Dornenvögeln. Ja, ja. Und genau. Und es war so dieser Spagat zwischen Dornenkrone und Dornenvögel. Und das hat natürlich die Fantasie eines jungen Ministranten wahnsinnig beflügelt. Das fand ich ganz toll damals. Ja, ich habe mir immer vorgestellt, was da im Beichtstuhl dann alles stattfindet und so. Also es war ist ja genug Platz. Ja. Okay, da hat man auch erstmal eine Menge Stoff zum Nachdenken. Ja. Das stimmt. Ich glaube, Ministranten Wolfgang waren wir alle hier. Nee, da Thomas, muss ich euch auf Sie. Von dir weiß ich das auch. Bis auf Sie. Mit mir könnt ihr waren, da nicht rechnen. Wir waren alle ganz christlich. Ja. Wir beide. Wolfgang natürlich auch nicht, das stimmt. Bin aber eingesegnet. Ja. Wolfgang, du hattest eine ähnliche Situation wie Thomas, du wurdest auch plötzlich angerufen. Das war ganz früher mal, also das war noch zu Ostzeiten. Da klingelte mein Telefon in Ostberlin und dass ein Telefon da klingelte, war alleine schon ein Wunder. Und dann war einer dran, der sagte, er sei Frank Elsner. Und da habe ich gedacht, mich veräppelt jetzt irgendjemand und habe gesagt, ja, hier ist Inge Meisel, wer ist denn da wirklich? Und da sagte dieser Herr, leicht pikiert, weil er ja wohlerzogen ist, ich bin wirklich Frank Elsner und würde Sie gerne in meine Sendung Nase vorn einladen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ist Ihnen entgangen, dass Sie 1961 da so ein Ding hingebaut haben? Dass da was steht. Ja, und da sagte er, ich dachte, dass Sie als verdienter Künstler des Volkes diese Grenze übertreten dürfen. Ich habe dann ein Visum erschlichen für einen Theaterbesuch und war dann heimlich, solange man vom Fernsehen bei heimlich reden kann. Also irgendwann geht ja das Bild auf und dann ist man da. Dann ist man da einfach. Bei ihm, bei Nase vorn in der Deutschlandhalle und 18 oder 20 Millionen Menschen haben das gesehen und zu Hause sind die Funktionäre im Dreieck gesprungen. Vom Hocker gefallen? Wahrscheinlich, obwohl die ja auch kein Westfernsehen sehen sollten. Mhm. Haben die aber heimlich gemacht. Das war mein erster Anruf. Der andere kam später für Wetten, dass. Er gab sich dann. Der kam von Thomas. Er hat gesagt, ich gehe zu RTL, machst du das? Habe ich gesagt, okay, überredet. Finde großartig, dass ihr euch untereinander anruft. Wundervoll. Ja, ja. Schön, gehört dass man sich so die Jobs auch so weitergibt. Wir sollten das auch ist eine faire einen regelmäßigen Stammtisch einrichten. Also zum 60. kommen wir wieder. Vielleicht. Was macht man an so einem 50. Geburtstag natürlich? Man guckt mal so in dieses Familienalbum, ins Fotoalbum. Und also müssen wir euch und an dieser Stelle unbedingt fragen, was waren die verrücktesten Wetten? Was waren die beklopptesten Wünsche der Gäste, die da kamen, die ausgefallensten, schrägsten Marotten von Menschen, um die ihr euch kümmern musstet, damit sie unbedingt in die Sendung kommen? Ich war immer dann sehr beeindruckt, wenn ich die Stars meiner eigenen Wirklichkeit bei Wetten, dass getroffen habe. Also ein Paul McCartney hat mich natürlich mehr beeindruckt als ein Justin Bieber beispielsweise. Und da waren ja doch einige. Und dann gab es natürlich auch Leute, die für mich Legenden waren. Und wo dann plötzlich ich so am Schwanken war, behandle ich den jetzt wie einen Gast oder wie eine Legende. Also Peter O'Toole beispielsweise, der hatte erkennbar einen im Tee
Und, aber er war für mich trotzdem Lawrence of Arabia. Und da hatte natürlich auch wie alle anderen Gäste diesen Knopf im Ohr. Und dann hat er immer gelacht. Und dann kam so langsam dieser Knopf raus da. Und ich dachte, dann versteht er mich überhaupt nicht mehr. Und hab dann so, wie es meine Art ist, halt ihm den Knopf so langsam so wieder so rein. Dann hat er mir gedacht, ich will ihm am Ohr spielen. Und hat immer noch... Da hat man schon also Momente, aber das vergisst man auch sein Leben nicht. Unbedingt. Und dann bist du trotzdem Paul McCartney im Bademantel begegnet. Wie hat er da reagiert? Es war umgekehrt. Also ich war beim Duschen und Paul McCartney war offensichtlich eben schon eher in der Garderobe und plötzlich sagt, nein, hier will dich jemand sprechen und ich komme und ich sehe leider nicht so gut aus wie du nach dem Duschen und kam dann da mit so einem Handtuch und da steht Paul McCartney. Also ich kam mir vor wie irgendeine schlecht gekämmte Friseuse, wenn plötzlich Brad Pitt im Salon steht und denkt, um Gottes Willen, das geht doch jetzt nicht. Aber er war völlig entspannt und das sind auch so eben die Momente, wo du einen Paul McCartney alleine für dich in der Dusche hast sozusagen. Dein größter Gast, wenn man das überhaupt so sagen kann, und welches war die schrägste Bitte eines Gastes? Was musstet ihr besorgen, um irgendjemanden unbedingt mit all dem auszustatten, was er haben wollte? Also ich weiß nur, dass ich einen ganzen Abend durchhechelnd auf dem Sofa saß, weil neben mir saß Mickey Rourke und der hatte solche Schweißfüße, wie ich es wirklich nicht mehr ertragen habe. Und dann zog der auch noch seine Stiefel aus. Ja? Das war schon eine harte Geschichte. Also da wirklich? Ja, was macht man dann? Nimmt man dann Riechsalz hinter der Bühne? Du überhaupt nicht. Da denkst du, wie gut, dass die Zuschauer zu Hause kein Geruchsfernsehen haben. Ich habe hier ein wunderbares Dokument in der Hand. Eigentlich müsste es Frank Elsner in der Hand halten, liebe Zuschauer, denn das ist eine Kopie eines schon auch leicht Rotwein durchtränkten Zettels, mit Bleistift geschrieben, auf der Frank Elsner notierte, dass und was Wetten, das mal für eine Sendung werden könnte. Frank, du kannst es viel besser erzählen. Hier steht auch schon ein kleiner Ablauf. Die Dinge müssen ja irgendwie auch präzise und klar dargestellt werden. Am Ende mit einzelnen Positionen, welche Wetten wie lange dauern dürfen, wie lange geredet wird und so. Und am Ende stand eine Sendezeit von 88 Minuten. Man muss dazu sagen, Frank Elsner, der Große, hat diese 88 Minuten schon in der ersten Sendung grandios gerissen. Ja, ich habe die nie eingehalten. Ja. Aber es hörte sich gut an. 88 ist eine schöne Zahl. Das sind aber nur die ersten drei Seiten, die du da hast. Die Seiten 4, 5, 6 und 7 habe ich euch nicht geschickt, weil ich habe, während ich das geschrieben habe, das habe ich nachts um 1 Uhr geschrieben, mir eine Flasche Rotwein aufgemacht. Ja. Und je länger ich geschrieben habe, je größer wurden die Buchstaben. Die anderen Seiten wollte ich euch vorenthalten, damit ihr nicht seht, wie besoffen ich zum Schluss war. Aber auf jeden Fall war diese Wettidee irgendwie, war plötzlich in deinem Kopf. Nee, du warst aus England gekommen und hattest dir gedacht, warum wetten wir eigentlich nicht, wenn die Engländer Ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, warum wird im deutschen Fernsehen nicht gewettet? Und dann bin ich wie von der Tarantel gestochen in die Küche gerannt, habe den besagten Rotwein aufgemacht und drüber nachgedacht. Und habe dabei gewusst, es darf alles passieren, nur nie um Geld gewettet werden. Das kriegst du in einer deutschen öffentlich-rechtlichen Anstalt nie durch. Und dann alles andere ist dann Fleiß. Und das hätte, wenn ihr die Frage euch gestellt hättet, hättet ihr es auch aufschreiben können. Oh. Die zweite Sendung hätte fast ohne dich begonnen. Das muss die Menschheit auch noch erfahren. Ja, das war in Wien. Ich bin ja in Linz an der Donau geboren, in Wien getauft worden und dachte bei der zweiten Sendung, so ein ganz klein bisschen kommst du ja dann in eine Heimat. Und mich hat der Türwächter nicht reingelassen. Der hinten an der Garderobe. Ist dir das auch schon passiert, Wien? Ist dir das auch passiert? Der lässt einen nicht rein. Ich hatte keinen Ausweis. Ich auch nicht. Sagte die junge Frau, es ist mir wurscht, wer Sie sind, Sie bleiben draußen. Ja. Original. Ich kann das nicht so schön auf Wienerisch sagen, aber genau das Gleiche ist mir passiert. Ich kenne Thomas Gottschalk, ist mir auch wurscht. Ja. Ja. Ich habe ihm dann noch gesagt, ich habe gesagt, pass auf, ich bin wirklich hier der Moderator. Ich soll diesen Abend machen. Das ist mir eh wurscht. Ja. All diese großartigen Ideen, die Menschen hatten, all die bekloppten Ideen, die sie hatten und unbedingt damit ins Fernsehen wollten. Welches war die schrägste Wette? Eines muss ich sagen, auch im Hinblick auf ihn, die
sage ich mal, die bildende Funktion dieser Sendung wurde bei uns ja immer gnadenlos unterschätzt. Ja. Wurde immer doch als Unterhaltung abgetan. Ich habe einen großartigen Bericht, eine Dokumentation im amerikanischen Fernsehen gesehen über die Intelligenz von Tieren. Und da haben sie einen riesen Ausschnitt aus Wetten, dass gezeigt. Mich hatten sie allerdings rausgeschnitten. Und nur diesen Hund, Rico hieß der Hund. Ein Rico. Hund? Da ging es um die Intelligenz von Hunden. Das werde ich nie vergessen. Es erinnern sich ja heute noch alle Menschen mit grauen Haaren an diese Geschichten. Das war also der Rico. Und der konnte Gegenstände erkennen. Aus 60 Gegenständen konnte der den gewünschten raus. Die können unbedingt da mal reinschauen. War das ein Osthund? Der war aus dem Osten. Der, also, aber mit so einer Nase. Mit so einer Spürnase. Tatsächlich, ja. Wir haben den Ausschnitt da. Echt Osthund, ja? Nein. Nein. Ein, ich dachte nur, weil der Rico. Guck mal, da ist Rico. Da ist es. Und er hatte die Aufgabe, den Ball des BVB zu entdecken. Wo ist Rico? Wo ist der BVB? Wo ist der BVB, hat sie immer gesagt. Guck mal, und schon ist mal einmal noch die Runde rum und dann ist schwarz-gelb gefunden. Wo ist der BVB? Da. Ja, jetzt dürfen Sie klatschen. Der Beweis. Markus, deine liebste Wette, deine verrückteste? Ich glaube, das war tatsächlich bei dir. Das waren diese Brustmuskelzucker. Das die haben wir, glaube ich, sogar auch da. Haben wir die? Schau dir das an. So, und dann ging es worum? Genau. Die mussten Musik erraten oder sowas, ne? Die mussten Musik darstellen? Ja, genau. Erraten. Erraten. Also die haben mit dem Rhythmus der Brustmuskeln ihrem Kollegen einen Hinweis gegeben, wie der Titel heißt, den sie am Kopfhörer hören. Ja. Also da ist man im Nachhinein froh. Nein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man ist im Nachhinein froh, dass sich niemand den Hummelflug von Rachmaninow gewünscht hat, oder? Dann wären die aus dem Zucken nicht mehr rausgekommen. Nein, was? Das wird euch allen so gehen. Und was man an dieser Wette gesehen hat, ich glaube, da war Wetten, das schon, keine Ahnung, 25 Jahre alt oder so. Und du hast immer gedacht, eigentlich kann doch nichts mehr kommen. Und dann kommt so eine Nummer, die genial ist. Und das wird auch dir passieren. Es wird irgendwie, wo da etwas kommen, wo man sagt, das hat es noch nicht gegeben. Wer kam auf diese Schnapsidee? Und wir beide werden uns ärgern. Oder wir drei. Ich glaube, Franks Lieblingswette war die mit dem LKW auf den Biergläsern, oder? Immer wieder gerne. Das war der Klassiker, die erste Wette. Das ist die Mutter aller Wetten, dass wir alle gelacht haben. Aber ich habe so kleine Wetten sehr gerne gehabt. Da waren zwei wunderschöne Mädchen aus Linz an der Donau. Die sich mit den Augen so angeguckt haben, dass die sich gegenseitig Sprüche zufunken konnten. Je nachdem, durch die Augenbewegung haben sie Buchstaben nachgemacht und die waren sensationell. Oder eine Frau, die kannte alle Lottozahlen in der richtigen Reihenfolge 1 bis 49. Von 10 Jahren. Unfassbar. Der hat mal gesagt, was war 1983 im Februar am Sonntag für eine Lottoziehung, hat die die Sache rausgespuckt. Also es war unfassbar. Wolfgang, deine liebste Wette? Noch mal kurz im... Also ganz, das war diese Baggerwette, die, wo du dachtest, dass sie bei dir war. Da hat ein Mann angerufen, er kann seine Frau ausziehen. Das ist eigentlich kommt häufiger so besonders, aber mit einem Bagger. Den muss man erstmal ins Schlafzimmer kriegen. Schweres Gerät wird immer gern genommen. Also der hat seine Frau mit dem Bagger ausgezogen. Also erstmal Hütchen ab und dann so Mantel aus und sowas. Das fand ich sehr nett. Das war schön. Und ihr musstet diese Wetten, wenn ihr sie denn verloren habt, natürlich auch immer einlösen. Und mutig wart ihr und bereit zur Verteidigung der Heimat wart ihr. Und niemand hat je gekniffen. Tommy verdreht schon die Augen, weil er weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, es gab vieles Furchtbares. Ja. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem schlimmst Furchtbarsten an. Sie erinnern sich vielleicht noch an eine Sendung, die endete mit einem großen Topf, in dem war ganz viel Gelbes. Und dieser junge Mann links neben mir machte sich im schönsten Sinne des Wortes zur Wurst. Oh. Oh. War das echter Senf? Senf, ja, Nürnberg. Es war in Nürnberg, die Stadt des Senfs. Und es ist so, es ist so widerlich. War das auch so kalt? Ja, kalt. Ich wollte die Frisur noch retten, aber es... Ja, auch schnell. Ja. Und mit den Haaren noch, das ist wirklich gut. Die muss gebrannt haben wie Lotte. War kein Schafe, mittelscharf. Mittelscharf. Ja, kann man. Thomas Gottschalk in mittelscharfen Senf. Ehrlich gesagt, gelber Engel, sauscharf war die folgende Wetteinlösung. Wenn wir da bitte noch mal schauen wollen. Thomas Gottschalk im... Auch gelb. Schauen Sie bitte selbst. Der Bodensee lockte.
Gelb-Grün. Ach, das war Borat. Das war die, ja. Thomas im Borat-Anzug. Ja, 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 das war. Ja. Borat war eben gerade aktuell mit diesem Anzug. Und da habe ich gedacht, der steht mir sicher auch. Du hattest recht. Ja, es ging mir immer um die Klamotten. Du kannst es tragen. Wirklich. Markus, bisher das Schlimmste? So richtig Aua? Aua, ich habe das schon gesagt. Als Prinz rein und als Prinzessin wieder raus. Das war auch Bodensee. Mhm. Bei 0 Grad, es war noch kälter. Es waren draußen so -3, -4, -5 und das Wasser war 2, 3 Grad kalt. Und da waren wir dann eine Stunde drin unterwegs mit so einem Neoprenanzug. Das war auch unangenehm. Warum so lange? Stunde, also wir können festhalten. Ich musste nach Österreich schwimmen. Ich wollte mir die Vignette ersparen und bin dann einfach nach Österreich. auf diese Art und Weise. Illegaler Rest. Ich sag's Ihnen. Hier sitzen einfach 4 völlig durchtrainierte Moderatoren der Wetten, dass. Wenn Sie einverstanden sind, gehen wir noch mal ein Stückchen weiter zurück in die Geschichte der großen Show des ZDFs. Und da war es tatsächlich ganz gut, dass der Kollege, der jetzt gleich sein Publikum begrüßt, im gepflegten Zweireiher daherkam. Hier sind die großen Entertainer, ein Riesenshow laufen. Guten Abend, meine Damen, meine Herren. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Garibaldi-Freunde. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herzlich willkommen bei uns. Juhu. Guten Abend. Danke für den freundlichen Empfang. Hallo. Mit Onkel. Bruno dem Bolzen. Ja, nein. Risiko gleich. Wenn Sie sich top. Kimme, komm, ran. Dalli, Dalli. Sie haben an Menschen gedacht, Sie haben es aber nicht gesagt. Außerdem gibt es ja Menschen mit Meise, nicht? Sie sind der Meinung, das war's. Wir begrüßen unseren Freund Walter Schwabe. Was sitzt da hinten? Was? Nochmal bitte. Oh. Nein, nicht so doll. Aua! Ich brauch das. Wie macht man denn so einen richtigen Showauftritt? Sex. Küsse. Leidenschaft. Spaß 20. Schmusen. Anmachen. Jetzt was Heißes. Welches ist jetzt das schönste Schnittchen? Hier ist es. Wir waren nur ganz oben ohne. Ah, das. Aber wenn ein bisschen was drüber ist, heißt das, es ist angezogen. Ausgezeichnet. Gell? Eins, weiter darf es sein. Papa, jetzt ist zu viel drin. Weiter. Komm, kein Begriff. Marie. Komm, kein Begriff. Das Spiel ist längst zu Ende. Ich wollte nur sehen, wie sie auf Wiedersehen. Vier Riesenshow-Legenden haben wir hier heute Abend auf unserem Sofa zu sitzen. Wie wundervoll, dass ihr aus dem Film herausgefallen seid und hier heute Abend bei uns seid. Wenn man diese alten Bilder sieht, einen Frankenfeld sieht, einen Junke sieht, einen Peter Alexander sieht, gab es Vorbilder für euch, Frank? Ja, natürlich. Peter Frankenfeld war für mich ein ganz großes Vorbild, weil er hat sich so eine irrsinnige Mühe gegeben, volksnah zu sein. Und jeder von uns gibt sich die Mühe, möglichst nah am Zuschauer dran zu sein, weil wir eben nicht auf dem Podest stehen wollen und eben keine Showstars sein möchten.
Also er hat das ganz toll gemacht. Und unvergessen für mich natürlich Hänschen Rosenthal, jo, der mit so viel Fleiß gearbeitet hat. Der, wenn der sich vorbereitet hat auf eine Sendung, stundenlang sich in sein Kämmerchen eingesperrt hat, uns abgehört hat, ob wir auch alle uns richtig vorbereitet haben. Und so. Ja, also große, wirklich großartige Menschen. Ihr wart auch beide in dessen Sendung, logischerweise. Aber dazu kommen wir noch. Wolfgang Klipper, dein... Ich durfte damals noch nicht verreisen. Ach, und gucken? Ja, na, das hatten wir schon. Und gucken? Gab es große Vorbilder, an denen man sich orientiert hat? Also die genannten Herrschaften kannten wir natürlich auch alle. Frankenfeld, Kuhlenkampf. Mhm. Und der sich ewig Zeit gelassen hat, seine Assistentin vorzustellen. Und Martin Jente, der ihm den Mantel immer brachte und sagte, die Show war heute wieder wie ihr Mantel. Etwas zu lang. Also es war irgendwie super charmant, aber wir waren, als wir dann so anfingen, eher so orientiert, also als ich dann so langsam ins Fernsehen stolperte, so an solchen Personen wie Kollege Gottschalk oder Jauch und so, das waren so die jungen Wilden. Und die haben uns dann so eher interessiert, so dass wir so versuchen, so zu sein. Tommy, gab es irgendeine Sendung von denen vielleicht auch, die wir gerade gesehen haben, wo du früher schon mal dachtest, die hätte ich gern moderiert? Nein, das habe ich gar nicht gehabt. Ich habe nie mich im Fernsehen gesehen, komischerweise, als ich jung war. Ich war ein Radiofreak und als ich irgendwann mal vor dem Plattenteller saß, habe ich gedacht, das ist es, schöner kann es nicht werden. Aber von den Herren, die ich da gerade gesehen habe, muss ich sagen, fehlt mir Harald Juncker am meisten. Also wo ich so gesehen habe, wie der wieder so mit einem Swing da unterwegs war, das war eine begnadete Entertainment-Größe, die wir in Deutschland selten haben, weil der eben auch eine Treppe runterkommen konnte. Der hat gesungen, der hat getanzt, der hat geswingt. Ja. Also der hatte, was wir sind, sage ich mal, Unterhalter, wir können Programme präsentieren, aber wir sind alles, glaube ich, keine Tänzer. Du kannst tanzen, du kannst ja alles, aber ich habe irgendwo immer vor ihm, guck mal, dieses Souveräne beim Harald, das habe ich immer geschätzt und das fehlt mir. Markus? Markus hat schon erwähnt, dass er auch keine leichte Kindheit hatte in Südtirol. Nein, das will ich so nicht gesagt haben. Lustigerweise konntest du immer nur ZDF gucken. Das stimmt. Also schauen wir mal, was aus ihm geworden ist. Wir konnten dann einfach nur ZDF empfangen. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich dann später zum ZDF gehen musste. Ich wäre gern zur ARD gegangen, aber es ging aber... Da kanntest du einfach keinen. Nein, im Ernst jetzt. Es war tatsächlich so und deswegen hat mir das ZDF als Sender immer unheimlich viel bedeutet, emotional. Und bin groß geworden mit Menschen wie eben Frank Elstner und dann später eben Thomas Gottschalk. Und liebstes Fernsehereignis jenseits der Show? Also wo hast du als kleiner Markus irgendwie mit bibbernden Zähnen vor dem Fernseher gesessen und dachtest, da will ich keine Folge verpassen? Das war auch ZDF, das war Trio mit vier Fäusten. Oh. Das war dann meine Zeit mit diesem bekloppten Murray Buzinski. Den gab es, das war so ein Computer-Nerd. Das war im Grunde der Vorläufer von Mark Zuckerberg, von Facebook oder solchen Leuten, der da immer so einen komischen Roboter hatte und mit dem dann irgendwelche Fälle geklärt hat. Und dann gab es dann Hubschrauberpiloten und noch so einen anderen ganz smarten, der Thomas zum Verwechseln ähnlich sah. Also es war eine ganz gute Geschichte. Aber du hattest auch keine Showmaster-Ambition, als du ferngehst. Weil man uns immer unterstellt, wir haben Fernsehen geguckt und wollten dann auch sowas machen. Ihr seid quasi von der Geburt an auf so ein... Ich wollte der Radio-Frank Elstner werden. Exakt. Da war er mein Vorbild. Ich fand Radio immer einfach sehr, sehr beruhigend, weil man immer wusste, wenn du nicht weiter weißt, spielst du einfach die nächste CD. Man ist auch schneller aus der Maske raus. Man braucht sie eigentlich gar nicht. Was bei Tommy echt schade wäre. Wir hätten all diese Klamotten nicht gesehen. Wusstet mit denen hätte man mehrere Sendungen füllen können. Ja. Entschuldigung. Bitte. Musstet ihr eure Hosen vorher auch ausziehen, immer vor der Sendung? Habt ihr das? Nee, Hosen aufmachen. Ja? Um besser sprechen zu können, meinst du? Nein, ich musste immer meine Hosen ausziehen. Beim Schminken. Im Radio? Nein, beim Fernsehen, bei Wetten, dass? Ja, was? Warum? Ja. Und, die haben gedacht, du bist Ossi, mit dir können sie alles machen. Ne? Nein. Die Kostümbildnerin wollte immer, dass diese Hosen, dass diese Falten nicht da sind, wenn man steht. Ah, verstehe. Dann hat sie immer gesagt, zieh deine Hosen aus, so lange in der Maske. Ach so, als allerletztes. Und da war Montserrat Caballé da als Gast und sie kam etwas zu spät. Ich saß mit dem Schminkumhang, der mir bis hier ging, Socken hatte ich an, ein Hemd und keine Hose. Und plötzlich kommt die Aufnahmeleitung und sagt, Montserrat ist da, du musst unbedingt noch mal Tag sagen. Na, hallo sagen, vorher. Und da bin ich aufgestanden, so wie ich war, habe ganz vergessen mit dieser Hose und klopfe an ihre Garderobentür. Sie sagt, eine tolle Idee. Sie sagt, herein, so wie eine Operndiva. Ich mache die Tür auf und will gerade sagen, wie ich heiße. Da guckt sie mich an, guckt nach unten auf meine Beine und fängt an zu schreien, weil sie dachte, ich mache jetzt gleich so oder so. Und... Noch ein Moderator, der nicht erkannt wurde. Nein,
Und dann habe ich so gestammelt, wie ich heiße und dass ich der Moderator bin. Sah natürlich überhaupt nicht so aus. Und dann hat sie sich beruhigt und dann wurde daraus ein Lachen. Und wenn so eine Dame anfängt zu lachen, da lacht einiges mit. Und dann haben wir uns umarmt und so eine leise Knoblauchwolke zog an mir vorbei. Und habe ich gedacht, die ist in Ordnung. Ja. Das war die Sendung, die mit und ohne Hose funktioniert. Genau. Großartig. Ja. Mit aber solchen ihr nicht? Pannen? Nein, nein, nein. Okay. Nein. Ich habe inzwischen mehr Falten in den Beinen als in der Hose. Insofern ist egal. Das war wieder ein echter typischer Thomas. Ein Gottschalk. Wir machen jetzt noch mal gleich mit dem Tommy weiter, weil mit solchen Pannen muss man nicht nur leben, am besten ist, man macht aus denen was. Der Deutsche Fernsehpreis wurde verliehen und es sollte einen Ehrenpreisträger geben, der auf den schönen Namen Marcel Reich-Ranicki hört unbedingt dafür sorgen wollte, dass mehrere Münder offen standen. Wollen wir da noch mal reinschauen? Der Ehrenpreis, der Stifter des Deutschen Fernsehpreises 2008 geht an Marcel Reich-Ranicki. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann nur diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder jemandem vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. 2008 Deutscher Fernsehpreis. Was war dein erster Gedanke, als du Marcel Reich-Ranicki diesen Satz hast sprechen hören? Der Mann hat recht. Ja. Dieses Buch ist eine Katastrophe. Er hat das mit einer solchen Überzeugung und mit einer solchen Gradlinigkeit rausgebracht, dass ich gesagt habe, ja, hier stehen wir live im Fernsehen und ein Mann sagt, was er denkt. Das passiert ja nicht dauernd. Und das ist auch kein Kokettieren, aber wenn irgendetwas anders läuft, als es laufen sollte, dann sind wir gefordert. Und das passiert leider viel zu selten. Also man muss nicht dauernd Preise um die Ohren gehauen kriegen. Yeah. Aber dass ein Mensch in einer nachvollziehbaren Art und Weise sich äußert, da muss man in der Lage sein, darauf zu reagieren. Das war kein Spinner, da war kein Betrunkener, der was zusammengestammelt hat. Der Mann war entsetzt von dem, was man ihm angetan hat. Ich habe ihn allerdings schon 3 Stunden davor sich hinsiechen sehen und habe irgendwo gedacht, oh, oh, das wird eng. Wie bekommt man eine solche Situation auch wieder zusammengetackert, damit es für die Leute im Saal trotzdem aushaltbar ist? Das war großartig. Du hast ja, großartig aber das, ist ein, das war ein Mann knapp vor den 90, eine Autorität. Das war nicht irgendein ein Spinner, irgendein durchgeknallter Rock'n'Roller. Das war eine Autorität und dem muss man Respekt. Dann... Ja, genau. Dem muss, man, ja, dem muss man mit einer... mit einem Ernst begegnet, trotzdem aber unterhaltsam. Das ist ja das, was für mich so wichtig ist. Du bist als Entertainer in einer Verantwortung, dein Publikum durch jede Ecke einer Veranstaltung zu nehmen, es dabei nicht zu verlieren, es dabei noch zu unterhalten. Und wenn es eng wird, dann wird es eben eng und dann bist du gefordert. Also geschockt war ich das, da nicht. Ich fand das damals toll, weil das war, du kannst ihn ja auch ganz schnell und leicht der Lächerlichkeit preisgeben. Und ich fand, war damals auch im Saal und Thomas hat im Grunde die Hose runtergelassen, die du schon Jahre vorher runtergelassen hattest. Und war einfach, ja, und war einfach, hat das einfach dann offen thematisiert. Mehr kannst du dann nicht. Und dann war es hinterher natürlich auch sehr schön aufgelöst, weil ihr euch noch mal separat getroffen habt und über den Weltgeist und über die Literatur im Besonderen geredet habt. Einem anderen konntest du, glaube ich, nicht halb so sehr helfen wie Marcel Reich-Ranicki mit diesem Preis. Wir schauen noch mal einen kleinen Ausschnitt aus Nasobas. Barry Manilow war zu Gast bei Tommy Gottschalk. Barry Manilow, it's Mandy. An diese Szene noch? Nein, erinnere ich mich nicht. Aber man sagt einfach, optimal reagiert. Ja. Das sind Showstars. Wenn das Playback schon anfängt, dann verzweifeln wir. Weg mit dem Ding. Absolut. Frank Elstner, Panne, schönste, schlimmste, hängengebliebene. Also am schlimmsten war es, als 3 junge Männer
angefangen haben zu demonstrieren in der Halle und sich für die Donauauen eingesetzt haben. Und plötzlich fing eine Schlägerei an. Und die waren Sicherheitsbeamte mit einbezogen und mein Aufnahmeleiter. Und direkt neben mir, ohne dass der Zuschauer das sehen kann, habe ich gesehen, da fangen die an zu prügeln. Und dann habe ich geschrien, bei mir wird keiner rausgeschmissen, lass das jetzt endlich. Und dann glücklicherweise ist das nicht eskaliert, es hätte ganz böse werden können. Damals war der Bundeskanzler von Österreich mein Gast. Und der war dann so nett und hat sich hinterher mit den Demonstranten zusammengesetzt und sich unterhalten. Und das ging glimpflich ab. Ja. Und die schönste? Die schönste? Oh, ich hatte so viele schöne Erlebnisse. Ich werde nie vergessen, wie Paloma Picasso mich angeguckt hat. Die hatte einen Lippenstift. Das kann man sich nicht vorstellen. Die, das war ein unwahrscheinliches Gesicht. Ich musste die ganze Zeit, ich dachte immer, da ist die Kamera, aber ich habe immer zu ihr geguckt. Also, nein, ja, ich hatte eine Panne. Das ist ein Moment, den wünsche ich dir nicht. Okay. Du vertraust einem deiner Gäste und der Gast steht auf und fängt an, die Bürgschaft zu zitieren. Das dauert 8 bis 12 Minuten, je nachdem. Yeah. Und dieser Gast war Lili Palmer, von uns allen hoch verehrt, ein Weltstar, ein Hollywoodstar, eine Frau, die tolle Bücher geschrieben hat, vor der man Respekt hatte, vor der man zitterte. Und die wahnsinnig viel hinter der Stirn hat, na klar, was sie unter Beweis stellen und wollte. Und plötzlich, das Publikum fieberte mit mir mit, weil die alle gemerkt haben, aus der Nummer kommt der Elsner nie wieder raus. Weil man kann ja, ich kann ja nicht zu der sagen, hören Sie bitte auf, das Gedicht vorzutragen. Es ist immer schlimm, wenn es eine Frau auch ist. Da bist du als Mann in einer ganz schlechten Situation. Das ist immer sehr charmant. Vergesse ich meinem Publikum nie. Die haben das über sich ergehen lassen und haben hinterher sogar noch geklatscht. Was wäre diese Show ohne ein schönes Spiel? Der Name ist schon gefallen, Hänschen Rosenthal. Dalli Dalli. Ja. Wir möchten gleich mit euch ein bisschen Dalli Dalli spielen. Ihr müsst große Showlegenden, jenseits von euch natürlich, erkennen in einem wundervollen Wabenfeld, das wir alle noch erinnern. Und es wird sich langsam entblättern. Dalli, und klick. Wer von euch am schnellsten ist. Dann der entsprechende Sieger. Du, Frank, warst auch schon zu Gast bei Hänschen Rosenthal und hast auch in Teams mitgespielt und gewonnen, verloren. Und ich war dreimal sein Gast und wurde dreimal Letzter. Oh. Und, nein, das war trotzdem schwere, hat das Spaß gemacht. Schläge. Trotzdem hat das Spaß gemacht und ich bin ja nach wie vor bekennender Rosenthal-Fan. Mhm. Er war von uns derjenige, der, glaube ich, mit der allergrößten Leidenschaft auch noch den letzten Zuschauer zum Lachen bringen wollte. Also ein großes Vorbild. Aber ich möchte noch etwas über Wetten, dass sagen und ihr werdet das mit Sicherheit auch gut verstehen. Diese Sendung wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht zwei geniale Menschen hinter den Kulissen gehabt hätten. Aber jetzt. Das eine ist der Regisseur Alexander Sascha Arns und das andere war Pitt Fischer, der geniale Bühnenbildner, der immer die Situationen so gebaut hat und hergestellt hat, dass der Zuschauer sich auch zu Hause gefühlt hat in diesem Studio. Beide sind jetzt da oben und sollen herzlich gegrüßt werden. Und alle werden gleichermaßen Freude daran haben, sie mit uns in Ehren zu halten. Wir suchen, ihr müsst, werdet sofort die Musik erkennen und werdet wie damals nur ganz wenig Zeit haben, herauszubekommen, wer. Und wer als erstes ahnt, einfach nur raushauen und los geht's. Hier ist die erste gesuchte Figur, Dalli Klink. Wim Thörke. Nein, weiter, raten. Sagt einfach Namen. Oh, guck zu ernst. Jetzt, muss. Hat beim ZDF angefangen. Violett! Alfred Violett! Wolfgang Lippert! Absolut! Dalli Klink! Ja. Sehr gut! Wir sind beim Nächsten. Das ist der Mann, der jetzt als Papst arbeitet. Genau. Ja. Ja, stimmt. Ich sage nochmal: Dalli Klink! Los, da haut einfach Namen rein. Mann, nicht Goldene so schüchtern. Schuss. Weiter. Das Ding? Hallo, Brille. Thomas Heck. Ja. Thomas Heck, ne? Nee. Ach doch, ja, 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 tatsächlich. Ja. Hinter Mikrofon. Ja. Thomas Heck. Sehr gut geraten. Super, Markus. Und gleich der Nächste. Ich sag Dalli Klink. Wer ist das? Farbe. Das ist eine Dame. Ja. Das ist ein bisschen Peter Alexander. Ja, sehr gut. Als Charlies Tante 1963. Cool. A1. Mit Frauen kenne ich mich aus. Zwei haben wir noch. Ja, das merkt man sofort. Ich sage Dalli Klink.
ZDF auf jeden Fall. Das ist schon mal der richtige Sender. Genau. Hinterher auch. Ja, ja, das ist. Wolfgang, super. Oh, Donnerwetter. Ja. Toll. Donnerwetter. 1988, im Alter von 12 Jahren. Ja, und wir haben noch einen. Wer ist das? Dali Klick. Nee, nee, wer hat das? Rainer Holbe. Oder Jürgens. Weiter. Nein. Richtig! Ja. Richtig! Ja. Super! Der Mund! Der Mund. Der Udo ist einer von den Männern, die immer besser aussehen, je älter er wurde. Auf jeden Fall wart ihr spitze. Großartig. Schnell und ich bin wieder Letzter geworden. Großartig. Ja. Frank Elstner muss noch ein bisschen zu Hause üben mit dem Fotoschnitzel. Und liebe Zuschauer, den Mann, den Thomas jetzt gerade schon so freundlich angekündigt hat, weil wir ihn auf dem Foto gesehen haben und weil wir ihn nicht nur auf dem Foto sehen wollen, sondern weil wir ihn in Aktion, live und in Farbe sehen wollen. Ich darf Ihnen ankündigen, hier kommt der Große, der Großartige. Udo Jürgens mit seinem Orchester, Pepe Lienhardt und der ganz normale Wahnsinn. Gratuliere dem ZDF für 50 Jahre großartiges Fernsehen und ich bin stolz darauf, dass ich die ganze Zeit von Anfang an mit dabei sein durfte. Hey! Morgens aufstehen, Zeitung lesen, Klimawandel, Wirtschaft krankt. Die Parteien sind bestechlich und auf Schalke wird gezankt. Kurse fallen, Meere steigen, Pleite Geier greift um sich. Alle haben volle Hose, aber ohne mich. Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Terror, Sex und Datenklau. Auf der Pizza falscher Käse, Schwermetall im Kabeljau. Die Regierung wird zum Hehler, Werte niedrig, Preise hoch. Doch ich singe Halleluja, denn wir leben noch. Denn wir leben noch. Das ist der ganz normale Wahnsinn, Wahnsinn. Was alles da so läuft, man glaubt es nicht. Was ist der ganz normale Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn? Mehr nicht! Katastrophen in den Medien. Verdreckt, das Meer versaut. Bei den Großen, die uns führen, niemand mehr, dem man vertraut. Keine Gelder für die Kinder, aber Waffen sind okay. Alle reden nur von Frieden und es singt die alte Armee. Dann noch Fernsehen unterirdisch. Superstars, die tun mir leid. Nackte Deppen im Container, weggezappt, Schaden um die Zeit. Und ich gehe in den Keller, dorthin, wo die Beine stehen. Komm, genießen wir das Leben, denn so kann's nicht weitergehen. So kann's nicht weitergehen. Das ist der ganz normale. Was alles da so läuft, man glaubt es nicht. Das ist der ganz normale Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mehr nicht!
es nicht. Das ist der ganz normale Wahnsinn. 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 Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Juhu! Großartig! Udo Jürgens! Der ganz normale Wahnsinn. Meine Damen und Herren, Udo Jürgens, wir sehen ihn in der Sendung natürlich noch mal wieder. Und bei, jetzt kommt der zum Moment. Da steht auch das Publikum. Wow. Kommt noch mal wieder, ist unbedingt in dieser Sendung. Bei diesen vier Titanen von Wetten, das wollen wir uns jetzt auch bedanken. Großartig, dass ihr hier wart. Macht bitte bloß weiter so. Danke für alles. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und eine Wette schieße ich gleich nach. Ich behaupte, dass Sie zu Hause spielend die Muster sämtlicher Familienfernsehsofas aus 50 Jahren ZDF-Geschichte zuordnen können. Manche der Geschichten sind nah am Leben, andere sind näher an unseren Träumen. Aber eigentlich ist es auch nicht wichtig, denn solche Serien schaut man in allererster Linie mit dem Herzen. Ach Kinder, nun kommt doch, es fängt doch gleich an. Meine Damen und Herren, das ZDF zeigt Ihnen nun die Geschichte von Freud und Leid, Krankheit und Genesung, Tod und Geburt, Liebe und Glück. Das sind aber nicht alles deine Kinder. Nein, nur drei davon. Nur drei. Habe ich Ihnen nur gesagt? Einzeln gibt es uns nicht. Entweder alle zusammen oder... Aber alle. Was ist denn? Was ist denn? Gefällt dir das Zimmer nicht? Nein, nicht albern, Werner. Du weißt ganz genau, dass Mutti nicht einschlafen kann, wenn sie weiß, dass du noch so spät unterwegs bist. Ich hysterisch? Ich bin nicht hysterisch. Aber ich habe allen Grund dazu. Habe ich keinen Kuss? Ich will mal nicht so sein. Schnuppe, ich muss ja längst wieder im Betrieb sein. Schnuppe. Ja, Schnuppe. Was? 24 Jahre und immer noch Nachhilfestunden. Wer kommandiert dich denn rum? Hör mich nicht an! Wer schreit denn hier? Wenn du halt aufpasst, dann hättest du mich gesehen. In Deutschland wird immer noch rechts gefahren. Ja, das weiß ich auch, dass man hier nicht abbiegen darf. Du hast doch mich geschnitten und nicht dich. Wo darf ich sie denn hinbringen? Lieber tät ich sie heimbringen. Dann gib mal den anderen. Sag mal, du bist ganz schön frech, ne? Guten Morgen. Mach das wieder an! Sie quäkst lieber selber. Witzig. Bei aller Liebe zu euch. Aber es kann doch wohl nicht der Sinn des Lebens sein, die Mutterrolle zu spielen, bis ans Grab. Aber Ritchie, wenn der ein Messer zieht, ziehst du dann auch ein Messer? Ja, jetzt tut's mir auch leid. Ludwig, Wunder gibt es nicht. Es sei denn, wir schaffen sie selbst. Wann haben wir zuletzt gemeinsam die Sonne mehr untergehen sehen? Das ist Jahre her. Solange ich lebe, wird auf Guldenburg nichts geschehen, das nicht meine Billigung findet. Für ihren Namen tut sie alles. Die Menschen, die ihn tragen, die sind ihr vollkommen gleichgültig. Das ist mein Zuhause. Und hier tue ich, was mir passt. Willst du Maren als deine Ehefrau lieben und ehren? So antworte, ja, ich will. Nee, ne? Frauke. Ja? Kommst du mal? Was ist das? Kinder, so geht das nicht. Ihr wisst ganz genau, was ich mit Familie meine.
Ich habe mit Daniela geschlafen. Es tut mir so leid. Du hast mit meiner Schwester geschlafen, Stefan. Es tut mir leid. Stefan, verschwinde! Raus! Ende gut. Affe gut. Meine Damen und Herren, hier sind die erfolgreichsten Serienmodelle, die im ZDF je vom Band liefen. Begrüßen Sie mit mir Senteberger, Peter Weck, Grit Böttcher und Marion Koch. Herein in die gute Stube. Sehr schön. Wir küssen jetzt. Einen schönen guten Abend. Ach, wie toll. Schön, das immer dann noch mal in diesen Ausschnitten zu sehen. Und sofort läuft ein Film. Sofort läuft. Aber für mich auch. Großes Kino im Kopf. Senta, wie häufig werden Sie heute noch auf die schnelle Gerti angesprochen? Eigentlich stets und ständig, oder? Ja, natürlich von den berufsmäßigen Taxifahrern sehr gerne. Ja? In Berlin oder in Hamburg oder wo auch immer. Letztendlich sogar in Afrika hat jemand zu mir gesagt, die schnelle Gerdi. Der hatte in Leipzig Maschinenbau studiert und konnte also damals immer diese Reihe sehen, die schnelle Gerdi. Und in Berlin sagen sie, na, sie wissen ja wohl besser als wir, ja, wohin sie wollen. Kommen sie auch schneller hin, Fräuleinchen. Also das funktioniert immer noch. Ja. Und das ist, Grit Böttcher, auch eine Erfahrung, wie sehr eine solche Rolle dann auch das Leben bestimmen kann und Verwechslungen führen kann? Ich habe ja drei Serien gemacht. Da kommt man auch schon mal ein bisschen durcheinander, wenn man sie zuordnen möchte. Aber das meiste wird gesehen beim verrückten Paar. Ja. Das wird gemeint. Meine erste war so ein süßes kleines Biest. Ja. Das war auch ganz, war die erste Serie überhaupt im Fernsehen. Stimmt. Da haben Sie auch gleich eine Hauptrolle gespielt. Ja, das ist ich war das süße Biest. Ja. Und wenn so ein Image wird man auch nicht mehr los, oder? Naja, also so ein süßes kleines Biest. Klein, das stimmt, ich bin sogar noch einen Zentimeter kürzer geworden seit damals. Biest, da ist jetzt die Altersweisheit da. Und so ein süßes, das muss das Publikum sagen. Natürlich. Marion Kracht, Sie haben mit der Figur der Tina Drombusch auch schon völlig irre Verwechslungsgeschichten erlebt. Sie wurden auch schon mal auf Ihre Eheverhältnisse angesprochen. Naja, als ich damals einen Freund hatte und bei ihm zu Hause war, kam die Putzfrau und sagte, du hier, du verheiratet, geht nix. Sie konnte nicht verstehen, warum ich sozusagen bei einem fremden Mann aus ihrer Sicht zu Hause war. Und es war etwas kompliziert, zu ihr zu erklären, dass das nur im Film ist und nichts in der Wahrheit so. Macht man dann schnell eine Skizze und dann ist es wahrscheinlich auch angekommen. Peter Weck ist bei uns. Herr Weck, mit der wundervollen Familie, die Sie geheiratet haben, gab es ähnliche Geschichten, die bedeuteten, dass Sie erst mal sich sehr viel Arbeit machen mussten, weil Sie waren ursprünglich als Regisseur angeheuert und dann war irgendwann klar, dass Sie nicht nur der Regisseur sein werden, sondern gar die Hauptrolle übernehmen, weil Harald Juhnke als Hauptdarsteller mehr oder weniger ausfiel für diese Geschichte. Haben Sie mit viel Freude dann auch in Ihre Figur, in den Werner, so ein bisschen Juhnke mit reingestreut? Nein. Ich glaube, ich war ziemlich nüchtern bei der ganzen Geschichte. Aber wie wir, also wie es dazu kam, dass ich die Regie führen sollte, war ja die Thekla Karola-Witt und der Juhnke besetzt. Und er hatte vorher so einige
kleinere Exzesse gehabt und da hat der Sender hat gesagt, ne, das können wir uns nicht erlauben, wenn der in der Zeit ausfällt. So, wir müssen da jemanden suchen, der die Rolle übernimmt. Naja, also ich will das kurz machen, es ist also hin und her gegangen, dann sollte ich, dann gesagt, nein, ich mache Regie und so, und dann gesagt, dann suchen wir einen Regisseur. Am ersten Drehtag ist die Sebald und die Theke aus der Boutique herausgeschossen und gesagt, kein Wort mehr, so spiele ich nicht. Und dass der Regisseur, der vorgesehen war, war dann schon entlassen. Und der Redakteur hat mich angesehen und gesagt, na, Sie wissen, was auf Sie zukommt. Habe ich gesagt, ja, einen Tag rette ich. Und dann sind 3 Jahre draus geworden. Ja. Der Wahnsinn. Wir beide. Ja. Ja. Sie müssen uns von Harald Junke auch mal ein bisschen erzählen. Wie war Ihr Verhältnis? Ihr Arbeitsverhältnis zueinander, war es mehr als ein Arbeitsverhältnis? Also Verhältnis und Arbeitsverhältnis, da war schon was dazwischen von uns beiden. Das war schon, ich sage immer, wiederhole mich da sicherlich, es war ein Yin-Yang. Also wir haben uns erfüllt zusammen, aber wir waren weder ein Liebespaar noch nur Arbeitsverhältnis. Es war eine schöne Sache und ich finde auch ganz schade, dass es der Junke nicht mehr lebt, weil er sehr viel konnte. Und so, aber ich muss nur auch eines sagen, ich finde es wirklich schade, weil ich kenne ihn gut, er hat auch meine Spielzeit lang bei uns im Haus gewohnt mit seiner Familie. Dankeschön. Aber ich muss noch sagen, ich lebe noch. Das sollte man nicht vergessen. Das vergisst man überhaupt nicht. Senterberger, von Ihnen gibt es die irre Geschichte, dass Sie Ihren Kindern, Ihren beiden Jungs, erst sehr spät erlaubt haben, überhaupt fernschauen zu dürfen. Also eine solche Serie wie Ich heirate eine Familie wurde hergezeigt also oder wurde nicht hergezeigt? Ich heirate eine Familie war eine Lieblingsserie für die ganze Familie. Es lebten ja auch meine Eltern bei uns im Haus. Ja. Und da saß dann wirklich sehr einträchtig Großvater und Oma und die Kinder, die waren damals 5 und weiß ich nicht mehr, 9 oder sowas. Aber absolut familientaugliches Programm, oder? Und sie haben den Peter geliebt. Und in den Vorweihnachtstagen haben wir ihn einmal mit seiner Familie in München auf der Straße getroffen. Und Simon war absolut heilig. Er hat ihn angesehen wie Anbetung war das in seinen Augen. Und der kleine Luca, der war nur so groß damals, der zupfte mich immer am Rock und sagte zu mir, sag ihm, dass er der Peter weg ist. Ja. Aber das war eine familienzusammenführende Reihe, die der Peter da gemacht hat. Ja. Ich war schon streng, was das Fernsehen angeht. Ganz streng kann man nicht sein, wenn die Großeltern im gleichen Haus leben, weil ich hätte sonst vielleicht gar keinen Fernsehapparat über die Jahre gehabt. Ach ja? So, aber ich war sehr spießig. Ich habe ein Schloss angebracht. Und meine Kinder haben sich lustig über mich. Ja, mit dem Schlüssel. Und dann habe ich den Schlüssel versteckt. Und dann war FC Bayern gegen irgendwas. Und dann hat der Michael gesagt, wo ist der Schlüssel? Da habe ich gesagt, ja, der war doch in der Schublade. Nein, hinter dem Buch. Dann haben wir aufgehört mit dieser Methode. Sie wurden dann auch groß. Aber so ein bisschen ein Konsumverhalten den Kindern vorzuleben, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber die Gerdi haben sie geliebt natürlich. Und die Gerdi haben sie natürlich geliebt. Aber sie haben auch relativ spät erfahren, dass sie Schauspielerin sind. Ja, eigentlich erst durch die Schule und da wiederum nicht durch die Kinder, sondern durch die Eltern dieser Kinder, die gesagt haben, das ist doch die. Ja? Und wenn dann die Kinder zu uns kamen, sagten sie immer zu mir, Senterberger, wo ist das Klo? Das war jetzt nicht besonders fein, aber es ist besonders typisch, wenn ein kleiner Junge mal pissen muss und der ist erst 7 Jahre alt, dann sagt er eben Senterberger. Echt schön. Ich heirate eine Familie, Peter Weck, hat natürlich von den großartigen Schauspielern, dem Elternpaar gelebt, aber auch von den Kindern. Wo hatten Sie die Kinder eigentlich her? Woher kamen die? Ja, aus Schulen. Die habt ihr richtig gecastet, wie man heute Neudeutsch sagt? Ja, ja, genau. Ja, ja. Und ich habe dann eben hab mich in manche Eigenheiten von den Kindern, also verliebt ist zu viel gesagt, aber ich habe mir gedacht, das ist ganz lustig. Der eine, der mir so ein bisschen gelispelt hat irgendwo. Und das hat sich auch herausgestellt, dass sie
sehr gut ausgewählt waren. Ja, ja. Die waren ganz toll. Heute sind das, glaube ich, müssen über 30 sein oder sowas oder noch älter. Also wenn Sie das jetzt schon erwähnen, dann habe ich, glaube ich, eine kleine Überraschung für Sie. Ja. Wollen Sie sich vielleicht Ihre beiden Söhne in Ich heirate eine Familie noch mal ganz genau anschauen? Mhm. Weil, wenn sich diese Wand jetzt gleich öffnet, könnte es sein, dass die erwachsenen Söhne von Peter Beck aus Ich heirate eine Familie durch diese Wand kommen. Ja, das ist schön. Setzt euch zu uns, setzt euch zu uns. Darf ich auch schnell noch Hallo sagen? Schönen guten Abend. Toll, dass ihr da seid. Wer ist jetzt der, der gelispelt hat? Das bin ich. Hat es gegeben mit den Jahren, Gott sei Dank. Wie sehr haben euch eure Rollen noch verfolgt? Bis wie lange in eurem Leben? Bis jetzt offensichtlich, sonst wären wir wohl nicht hier. Und ihr seid euch nicht noch mal begegnet irgendwo zwischendurch? Nein. Seitdem nicht mehr. Nein. Das ist jetzt wie lange her, dass ihr den letzten Tag, die letzte Drehsequenz miteinander in die Tüte gepackt habt? 200 Jahre. Nein, 27 Jahre ungefähr. Zwischen 25 und 30, ja. Ach, wie toll. Ja, ja. Also dann genießt bitte noch ein bisschen diesen Moment. Und wenn Sie einverstanden sind, meine Damen und Herren, dann kommt jetzt in Sachen Humor ein echtes Feuerwerk. 50 Jahre Humor im ZDF. Liebe Landsleute, herzlich willkommen. Haben gelernt Deutsch in der Schule. Ja, na warum sprechen Sie denn nicht? Mein Männer, mein Scheißele. Macht Ihnen Ihre Frau das nie? Ich hab ja keine Frau. Nee? Immer wenn ich ihn gefunden habe, die kochte wie Mutter, sah sie aus wie Vater. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Wenn wir Ihnen heute unter dem Titel Notizen aus der Provinz ein neues kritisches Fernsehmagazin präsentieren, so werden Sie vielleicht fragen, muss das sein? Nun, wir haben uns die gleiche Frage gestellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, es muss sein. So ist die Situation und da helfen auch wirklich keine Pillen. Machen Sie sich selbst ein Bild. Hoppla, hier kommt Lukas Lenz hereingeplatzt. Lukas! Ich bin der Papst der Pointe! Der Bill Gates des Gags. Ich bin Arnold Schwarzenegger. Ach ja? Und ich bin Kathi Witz. Alzheimer. Ich hab doch keine Alzheimer. Er hat vergessen, dass er's hat. Ach, Sie haben die falsche Nummer gewählt. Trösten Sie sich, wir haben die falsche Regierung gewählt. Herr Stankoweit, Sie haben's erfasst. Och, Frau Bürgermeister, Sie sind ja genial. Sie sind ja eine Granate. Einen wunderschönen guten Abend. Die neue Regierung fährt in der Krise auf Sicht. Das hat die Titanic auch gemacht. Ich sage zu meinen Soldaten immer ganz einfach, Männer, das Leben als solches endet oft tödlich, aber was machen wir bis dahin? Alles wird gut. Das gilt auch für die explodierenden Mieten, für die fehlenden Kita-Plätze und für fast doppelt so hohe Strompreise wie im Rest Europas. Ja. Und wenn man sich mal beschwert, dann heißt es immer Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung, das haben wir längst gelernt. Eigenverantwortung, das heißt eigentlich nur, ja, zahl's halt selber, du Depp. So billig kommen Sie da aber jetzt nicht weg. Ja? Dass man also die Wahrheit weiträumiger umfahren. Lasst euch nicht hängen. Sie könnten im September nur wählen zwischen einem Clown, einem Milliardär, einem linken Apparatschik, der nichts von Wirtschaft versteht, und einem Wirtschaftsprofessor, der nichts von Politik versteht. Nochmal Steinbrück. Das ganze Konzept
Demokratie? Es ist doch totaler Irrsinn. Aus Prinzip, jawohl. Nichts ist schlimmer als geheuchelte Toleranz. Hallo! Halt die Klappe, Wurstgesicht! Was? Eine absolute Parade an Humor. Ich darf mich ganz herzlich bei den Gästen, die für die Familienserien in 50 Jahren ZDF gestanden haben, bedanken. Nicht nur Humor-Highlights standen bei der Abstimmung ihrer liebsten ZDF-Sendung im Internet zur Auswahl. Unzählige Programme aus der Geschichte des ZDFs haben wir für Sie online gestellt. Anscheinend nicht genug, wie einige Kollegen aus der Anstalt in ihrer Grußbotschaft anmerkten. Ja, 50 Jahre ZDF. Wir gratulieren quasi von Anstalt zu Anstalt des öffentlichen Rechts. Und Sie, liebe Zuschauer, durften ja die 50 beliebtesten Sendungen wählen. Also ich habe leider nicht wählen können, weil meine Lieblingssendung stand gar nicht zur Abstimmung. Frontal 21, das ist ein politisch-investigatives Magazin, eine sehr, sehr gute Sendung, aber sowas konnte man nicht wählen hier. Ne? Ja, aber darum geht's jetzt auch ja, nicht. Wir gratulieren dem ZDF zum 50. Ja. Geburtstag. Damit ist der Sender immer noch jünger als die meisten seiner Zuschauer. Aber schon wesentlich älter als die werberelevante Zielgruppe, ja. 14 bis 49. Genau, und deswegen rufe ich alle über 50-Jährigen zu. Ihr seid zwar nicht werberelevant, aber ihr bleibt gebührenrelevant. Das Thema lassen wir heute besser. Wieso denn? Es gibt doch einen Gegenwert für die Gebühren. Zum Beispiel hervorragende Sendungen wie Frontal 21. Ja, sehr gute Sendung. Sehr gute Sendung. Ja, konnten wir aber nicht wählen. Warum? Na, warum kann man sowas nicht wählen? Der Fernsehrat. Was? Der Fernsehrat, wieder Seehofer, Dobrindt, Telefon. Ach, Sie glauben, dass da schon wieder einer angerufen hat beim ZDF oder was? Ja, aber 50 Jahre ZDF mit echten Höhepunkten. Die Schwarzwaldklinik, ja. Lafer, Lecker, Lichter und das politisch ausgewogene ZDF-Magazin mit Gerhard Löwenthal. Ja, das ZDF-Magazin, das war ja praktisch als Politikmagazin ein Vorgänger von Frontal 21. Ne? Sehr gute Sendung. Sehr gute ZDF-Magazin? Nein, Frontal 21, ja, gute Sendung. Aber konnte man nicht wählen. Aber wählen konnten Sie Klassiker wie Aktenzeichen XY, Forsthaus Falkenau oder Derrick. Oh, Derrick. Ich erinnere mich an eine Folge Derrick. Da sitzt der Derrick daheim auf dem Sofa und das Telefon geht. Und der Harry Klein ist dran. Und der Derrick sagt, du Harry, ich kann jetzt gerade nicht. Ich schaue gerade Frontal 21. Das ist eine sehr gute Sendung, Frontal 21. Ja, sehr gute Sendung. Sehr, sehr gute Sendung. Ja, ja. Das ZDF, meine Damen und Herren, Ihre Anstalt, 4000 Menschen, die täglich für Sie und Ihr Programm arbeiten. 4000 und allein 8 oder 9 oder 7 nur für Frontal 21. Bellt sich bitte, es gibt auch noch andere Sendungen. Ja, natürlich gibt es noch andere gute Sendungen, zum Beispiel Monitor, das ist eine sehr gute Sendung, ARD. Ach, darum konnten wir das auch nicht wählen, ja, dann ist klar. Wir gratulieren zum Jubiläum und sind stolz, Teil dieser Senderfamilie zu sein. Ja. Unser Charlie und Robbie, die eigenen Affen und Seehunde. Und Cindy und Lanz und wie sie alle heißen. Fällt Ihnen auch noch was ein? Ja, aber die konnten wir nicht wählen. Schluss jetzt, es wird gefeiert mit Friede, Freude. Und ohne Eierkuchen, weil da weiß man ja nicht, was drin ist, liebe ZDF. Ich sage nur, atmutlos. Multos Annos. Ja. Civis Pacem para bellut. Ja. Prost. Prost. Ja, da haben Sie wieder gesprochen. Aber wie gesprochen. Wer möchte nicht seinen Frieden machen? Mit fröhlichen Grüßen an Hilke Petersen vom Frontal 21-Team. Heute hier bei uns im Saal. Mein nächster Gast hat das Schild mit dem Logo Sportstudio 1963 eigenhändig angeschraubt. Er ist seit dem Sendestart dabei. Guten Abend und herzlich willkommen, Dieter Kürten! Dieter Kürten, man nimmt Gleichhaltung an. Du bist der einzige Gast heute Abend, der beim Sendestart des ZDFs 1963 dabei war.
Wie aufregend war das? Wenn du das sagst. Ja. Das war sehr aufregend. Mhm. Weil ihr seid durch den Schlamm gewartet. Ja, aber das nicht nur das, sondern wir haben eine Probe gemacht einen Tag vorher. Mhm. Und da ist die Uhr eine Minute weiter gerutscht, als sie gedurft hätte. Und da haben wir gedacht, wenn wir morgen Abend auch unpünktlich anfangen, wird man nicht nur sagen, das ist ja typisch ZDF am 1. April, ja, sondern guck mal, können nicht mal pünktlich anfangen. Die wissen ja, nicht, wie sie sollen noch mal nachrechnen. Ja, ihr seid nicht nur mit der Uhr offensichtlich nicht so richtig gut klargekommen, sondern wir haben, das sind so gottvolle Bilder, die müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Ihr seid wirklich mit den Gummistiefeln durch riesige Schlammlawinen gewartet, Es war ja um diese Zeit, war Mitte März, als wir da antanzten und es war das Wetter. Guck dir das doch mal an. Ja, das Wetter. Das sieht aus wie der Checkpoint Charlie oder Checkpoint unser Charlie. Das ist nicht ohne Grund Telesibirsk genannt worden. Ja. Da waren auch noch Schneereste irgendwo und man tappte über so Bohlen. Da und waren so Bohlen ausgelegt und da standen Baracken. Und als ich da hinkam, habe ich gedacht, jo, so hatte ich mir das Fernsehen eigentlich nicht vorgestellt. Aber es waren dort außerordentlich nette Kollegen anzutreffen. Guck mal hier. Und, ja, genau. Wo wir gerade über die Kollegen reden. Schafe weideten. Und das hat der Intendant Dieter Stolte, mit dem ich gerade neulich noch mal gesprochen habe, der hat das noch mal nachgemacht. Ja. Vor nicht allzu langer Zeit auf dem Gelände, auf dem Mainzer Gelände jetzt, wo alles schick ist und so. Der hat mal in die Unterlagen geguckt und dann hat er festgestellt, dass die Gärtnereien und Grünanlagenpfleger etwa 120.000 Mark im Jahr kassierten. Da hat er gedacht, das können wir billiger haben. Da treibe ich einfach einen Rudel Schafe über die Wiese, die fressen alles runter und dann sparen wir viel Geld. Unfassbar. Ja. Und du, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich in diesem Schlamm sau wohl gefühlt. Erinnerst du dich noch an deine allererste Moderation? Ja. Nämlich? Das war im selben Jahr. Da gab es die vorolympischen Spiele von Tokio, die waren dann 64. Aber die das ausrichten, die trainieren ja ein Jahr vorher mal das alles. Yeah, und, der schöne Dieter. Ja, guck. Ja. So. Und? Da kriegte man schon Briefe, sie müssen unbedingt mal wieder zum Friseur. Und heute sagt das keiner mehr, heute kannst du ja kommen, wie du willst. Ne? Ja. Also das war damals, guck mal, ja, so sah ich mal aus. Das war toll, weil ich hatte das sowas ja noch nie gemacht. Und hier der Meister, der große Meister Wim, der ein feiner Chef war, der diese wunderbare Gabe hatte, alle seine Mitarbeiter, ich sag mal, an der langen Leine sich entwickeln zu lassen. Man musste kein Hochdeutsch lernen, jeder konnte seinen Slang sprechen. Und Wim war jemand, der gute Stimmung verbreitete. Er konnte auch ein bisschen knochig sein, aber im Grunde war das ein super Typ. Und da sind alle, die bei ihm in der Abteilung waren, irgendwie gerne geblieben. Und damit wir uns das gleich noch ein bisschen besser vorstellen können, Sie sind einverstanden. In all den Jahren hat sich das aktuelle Sportstudio nämlich stets Mühe gegeben, ohne Verspätung auf Sendung zu gehen, haben wir gerade schon gehört. Ja. Dank der Showkollegen ist es später in der Regel nicht geglückt. Aber wer käme auch auf so eine Idee, eine Sendung mit Pünktlichkeit zu verbinden im Kopf, wenn der Vorspann mit einer Bahnhofsuhr beginnt? Ja, meine Damen und Herren, wir wollen eine neue Vorspannmelodie. Max Greger und sein Orchester muss ja auch Musik machen. Das aktuelle Sportstudio. Seit 1963 liefert es jeden Samstagabend Nachrichten und Spannendes rund um den Sport in die Wohnzimmer. Auch Sie werden sich an die Melodie schon gewöhnen. Amen. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine lieben Zuschauer. Guten Abend und willkommen. Herzlich willkommen zu Hause. Schönen Abend auch hier im Studio. Und damit herzlich willkommen zum aktuellen Sportstudio. Ich bin ganz konsterniert, kann ich fast sagen, welche Kamera ist es. Also ich kann es immer noch nicht fassen. Ich muss ja noch irgendetwas ansagen. Zum Beispiel Muhammad Ali, Pelé, Carl Lewis, Michael Schumacher, Otto Walkes, auch Bud Spencer, Elton John, Sylvester Stallone, Königin Silvia von Schweden, Kathi Witt und viele andere waren zu Gast. Boris Becker haute richtig drauf. Genauso wie Christoph Daum und Uli Hoeneß. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes. Richtig. Du musst auch da mal da oben schauen. Also ein Ball über dir, das ist kein Heiligen. Um das Maß an Überschätzung zu erreichen wie du, muss ich 100 Jahre alt werden. Das ist schon gut. Es konnte aber auch richtig still werden. Hatten Sie schon vor dem Kampf den Eindruck, dass Sie hier einen
stärkeren Gegner gegenüberstehen. Gestatten Sie mir eine weitere Frage. Ich hoffe auf eine Antwort. Was machen Sie demnächst? Boxen Sie weiter oder wie sieht's aus? Doch Boxer Norbert Grope schwieg weiter. Auch nicht. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Es war reizend. Den Kopf nach hinten, Hände hochschieben und dann die Hände bringen den Körper vorwärts und runter. Let's get it started. Die Moderatoren nehmen es selbst meistens sportlich. Das Sportstudio präsentierte nicht nur Sport, sondern auch die passende Mode. Ich bin im Grunde genommen auch der Meinung, dass mehr Farbe in die Stadien rein soll. Das ist ein Service auch an die Zuschauer. Der gelb-schwarze Herr hat das Trikot an, das wir uns in der nächsten Saison beim VfB Stuttgart wünschen. Das ist das Hübscheste farblich, finde ich. Das gefällt mir am besten. Das ist mein Lieblingstrikot und es gehört Fortuna Düsseldorf. Das müssen wir für die Schwarz-Weiß-Zuschauer natürlich jetzt erstmal erklären. Oben rot, in der Mitte orange, dann unten der Streifen ist grün und die Hose ist blau. 18.000 warten jeden Moment darauf, dass hier ein Tor fällt. Der Schiedsrichter kommt zu mir und sagt, ich muss ein bisschen, wir sind sofort fertig. Ja, 30 Sekunden, kein Problem, sofort. Also. Formen und einer. Der Kindersatz hier, wahnsinnig. Und ins Wasser fiel auch schon mal was. Hallo? Hallo? Nachdrücken, bitte. Das ist wichtig zu wissen. Freunde, ihr macht irgendetwas verkehrt. Das Spiel Schalke 05 gegen... Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Herzlich willkommen. Ja, verkehrt lief so einiges. Wim Tölke aber hielt sich fest im Sattel. Johnny Weissmüllers Biografie steht drauf. Vielleicht finden wir noch einen guten Übersetzer. Ups! Da geht die Röhre. Schweinerei, sowas doch! Was machen wir denn jetzt, Josef? Den nächsten Beitrag, ne? Das ich versuche das gerade mit München. Also wenn wir so weitermachen, habe ich in 5 Minuten nichts mehr zu senden. Das wollen wir nicht hoffen. Alles Gute, schönen Sonntag, auf bald. Salü, danke. Und jetzt kommt, wenn Dieter einverstanden ist, ein exzellentes Damendoppel für den Sport hinzu. Hier sind Katrin Müller-Hohnstein und Katharina Witt. Schönen guten Abend. Stimmt, in diese großartige, euch hoffentlich an euren Arbeitsplatz erinnernde Dekoration. Ja, die Stühle sind schöner. Die Stühle sind noch schöner. Ja. Man kann sich ein bisschen besser daran, ja, das ist auch nicht unwichtig, ne? Dass man gute Sitzmöglichkeiten schönes, hat. Kurzes, enges Kleid hast du an. Ja, und ja. Stühlchen. Das hebt die Stimmung. Katrin Müller-Hohnstein. Wollen wir Platz tauschen, Dieter? Katrin Müller-Hohnstein. Es reicht. Es reicht? Ja, ja. Du machst nur noch jetzt so eine lästige nicht Bemerkung. Komm, du hast hübsche Beine, alles ist gut. Eben. Katrin Müller-Hohnstein hat im Sportstudio, die mittlerweile wievielte Sendung moderiert? Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin jenseits der 100, weil da habe ich tatsächlich mal nachgeschaut. Ich denke mal so 108, 109. Ja? Ja. Und gab es irgendwie einen Einstellungsquiz vorher? Musste man als ich angefangen habe, dass man sich auskennt mit Sport? Nee, das war bei mir war das ja eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Ich habe ja auch beim Radio gearbeitet, wie so viele. Ja. Und dann wusste ich vor 8 Jahren, glaube ich, war das jetzt, dass das ZDF eine Frau sucht. Und ich wurde bestärkt durch einen Kollegen, der meinte, boah, du hast so viel Ahnung, da musst du anrufen. Und das habe ich dann irgendwann gemacht, nur damit der endlich Ruhe gibt. Weil der mich immer wieder fragte, und hast du angerufen? Und dann habe ich die Nummer gewählt in Mainz, hatte eine sehr freundliche Sekretärin dran und habe nur gesagt, ich habe gehört, Sie suchen eine Frau. Ja. Die hat mich sofort durchgestellt an den Chef. Und dann hatte ich also Dieter Gruschwitz dran, Sportchef vom ZDF. Und der fragte als zweites, glaube ich, nachdem er freundlich guten Tag gesagt hatte, wie viel Fernseherfahrung haben Sie denn? Und ich sagte,
Keine? Null. Es entstand eine sehr peinliche und sehr lange Pause. Ich habe ihn dann gerettet und habe gesagt, ich würde mich eventuell noch mal melden, wenn ich das Gefühl hätte, Sie finden so gar niemanden. Und habe mich verabschiedet. Das war ein sehr, sehr kurzes Telefonat. Toll. Und ein paar Wochen später habe ich es dann, um die Geschichte nur kurz fertig zu erzählen, habe ich es dann beim Chef des Sportstudios persönlich versucht, habe ihm auch was geschickt. Und von da an nahm die Geschichte ihren Lauf. Ich war dann bei einem Casting, wie man das normalerweise so macht. Und dann, du hast ihm was geschickt? Ja. Und dann kamen unter anderem Gäste und Sportler wie Katharina Witt in diese Sendung. Wenn man vom aktuellen Sportstudio eingeladen war und wird, hat man dann mehr Angst vor den Fragen oder mehr Schiss davor, auf diese Torwand schießen zu müssen? Ich glaube, beides ist einfach eine Herausforderung. Also ich muss ja dazu sagen, ich glaube, so als Sportler willst du eigentlich nicht immer so viel interviewt werden. Und das ist natürlich eine totale Ehre, eingeladen zu sein vom Sportstudio, weil du einfach weißt, dass du nochmal ein viel größeres Publikum erreichen kannst, die sich vielleicht in dem Moment nicht so sonst für deine Sportart interessiert. Aber ansonsten bist du eigentlich immer getrieben nur von deinem Sport. Und da ist dann immer so eine Mischung zwischen, du willst auch da gut dich präsentieren, aber natürlich auch die Torwand. Ja. Hast du getroffen? Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt. Also ich habe ja immer gern so Fußball gespielt. Und ich glaube, ich habe aber nicht getroffen. Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch nicht dramatisch. Aber man will, dass auf jeden Fall immer mitmacht. Genau diese Geschichte merken wir uns jetzt für 3 Minuten und wollen Katharina Witt noch mal fragen, ob Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal im aktuellen Sportstudio waren? Ich glaube, das war 1986. Ja. Und sind Sie wie wir neugierig darauf, Sie dann nochmal zu sehen? Ja. Ich habe sie allerdings heimlich schon mal auf YouTube angeguckt und versinke auch gleich unterm Tisch. Aber das muss jetzt sein. Hart, aber fair. Wir gucken den ersten Sportstudio-Auftritt von Katharina Witt. War das jetzt das letzte Schaulaufen dieser Saison oder folgt da noch einiges? Nein, morgen ist noch ein Schaulaufen. Allerdings werden wir beide da nicht teilnehmen können. Weil wir da zu einer Einladung, wir sind Gäste zu unserem Parteitag der SED in Berlin. Sie sind so hübsch. Haben Sie einen Freund? Nein, ich habe keinen festen Freund. Wie müsst ihr Traummann denn aussehen? Die inneren Charakterzüge achtet. Also, sie spricht eine Alte. Also dunkel, sportliche Züge. Also, naja, wie Wolfgang Lippert ja vorhin schon sagte, dass wir durften ja eigentlich kein Westfernsehen gucken, geschweige denn im Westfernsehen drin sein. Also musste ich das natürlich auch dann klarstellen, weil ich ja wusste, es werden auch viele DDR-Bürger gucken. Ich komme wieder, ich bin zum Parteitag wieder da. Ne? Ja. Also die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ehrlich gesagt, war... Die inneren Werte, ja, ob ich da immer noch da drauf wäre. Nee, wo bekommt man eigentlich eine solche Hose her? Die erinnerte ja jetzt auch mehr an Plaste und Elaste aus Schrobau. Ja, die war dann eher von Plaste und Elaste aus Frankreich. Wir durften ja dann doch schon zu den sportlichen Wettkämpfen reisen und dann hat man natürlich so sein bisschen Taschengeld gespart und hat dann die Möglichkeit, Dankeschön, dass ihr das nochmal einfriert. Aber zumindest hat es farblich mal wenigstens ein bisschen Farbe gemacht. Es war ein Farbtupfer in jeder Hinsicht. Dieter Kürten, und damit sind wir aber auch schon irgendwie nochmal ein bisschen beim Zurückblättern, weiß, welche Sendung ich meine, wenn ich nur Hase sage. Ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Wollen wir die mal gucken? Hier ist die Hasensendung. Josef, ich habe kein ausgehendes Bild, kann das sein? Ja? Das habe ich mir gedacht. Mal gucken, was jetzt passiert. Also wenn wir so weitermachen, habe ich in 5 Minuten nichts mehr zu senden. Dann, ja, mein Josef? Wir versuchen mal wieder nach Düsseldorf zu schauen. Jawohl. Lustig, ne? Dann sagst du mir, mein Engel, was wir denn jetzt senden können. Dieter, ja. Er ist nicht da. Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich rüber zu Steffi Graf und Jupp Heynckes und wir fangen mal an, ein bisschen zu erzählen. Du sprichst mir aus dem Herzen. Und wenn du etwas hast, ja, mein Hase, dann rufst du mich. Gut. Haben wir lange nicht mehr gehabt, so ein Sportstudio. Wunderbar, ein Bild von der... Ich möchte dich nicht stören. Nein. Aber es könnte sein, dass wir das Spiel aus Düsseldorf jetzt Bayern gegen Bayern. Mein lieber Josef, wenn das Spiel jetzt nicht kommt, komme ich die Wendeltreppe hoch und werde dich ein wenig würgen. Ja. Dieter Kürten mit... Wahrscheinlich der allerliebsten Pannensendung. Ja. Ist der Hase am Ende noch gewürgt worden? Nein.
Der Hase ist nicht gewürgt worden. Durch ein Wunder ist dann doch Film noch gekommen und wir konnten dann noch ein paar vernünftige Beiträge über den Sender schicken. Und Josef lebt heute in Italien, Josef Dobek, Dr. Josef Dobek. Es geht ihm sehr gut. Weiß, und auch geht. Er wird sehr häufig auf diese Sendung angesprochen. Das haben also Millionen gesehen. Ja. Und ist ja auch klar, so eine Panne. Frank Elstner kann das sehr gut nachempfinden. Der hatte mal bei den Montagsmalern etwas Ähnliches. Da klappte auch ein Gerät nicht. Und da hat er eine wunderbare Moderation aus dieser Nummer gemacht. Und das ist natürlich ganz, ganz anders als meine erste Sendung, 63, vor Olympisch. Da hatte ich angefangen. Da verkaufst du im Grunde Meldungen. Und du kriegst so eine gewisse Kamerasicherheit. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Ja. Da fliegst du mit 5 Kameras durch die Sendung. In eine Sendung, in der erstmal gar nichts da ist, außer Steffi Graf. Habt ihr gesehen? Ja, die junge Steffi Graf und der jugendliche Jupp Heynckes daneben. Ja. Gibt es einen, auf den Sie sich noch besonders freuen würden und der war noch gar nicht da? Ja, also ich... diese Frage wird mir natürlich hin und wieder mal gestellt und ich habe einmal länger drüber nachgedacht und komme immer wieder auf einen. Ja. Ich komme immer nur auf Tennis. Einen. Ja. Ja, es ist ein Tennisspieler und wenn ich einmal Roger Federer in der Sendung hätte, dann wäre ich glaube, dann müsste ich aufhören. Ich beschaff dir den. Was? Ja, ja. Das kriegen wir hin. Weil das sind große Angebote. Ja. Ein irrer Sportler, mit Wahnsinnsfair, der ist fair, der spielt ein so sehr schönes Tennis, ist ein Netter guter Mann. Aber wahrscheinlich würde er nicht auf die Torwand treffen, oder? Warum nicht? Na, weiß ich nicht. Doch. Ja? Ja, das, ach so, mit dem Tennisschläger. Na ja, nein, aber ich meine, wenn einer eben in allererster Linie oben rum... Nein, das kann man überhaupt nicht trainieren. Die meisten denken ja, wenn man an der Torwand nicht gut ist, dann kann man kein Fußball spielen. Das stimmt ja nicht. Man kann, diese Löcher in der Wand sind so blöd verteilt. Das kann man tatsächlich nicht trainieren. Das stimmt. Also es ist eine Glückssache. Und jetzt haben wir unser Gespräch hier im Grunde genommen schon damit angefangen. Und Sie müssen sich das jetzt auch noch mal richtig genüsslich einziehen. 6 Treffer am Samstagabend, das geht im Grunde genommen nur auf dem Lottozettel, weil bei der ZDF-Torwand hat es noch nie geklappt. Da ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Dieses Holzrequisit bleibt also Deutschlands härtestes Glücksspiel. Die Torwand. Hier mussten sie alle ran, ob Pelé oder Beckenbauer vom Hefeweizenglas. Ribéry mit ordentlich Druck. Erik Zabel sogar mit einem Tischkicker. Und auch Boris Becker traf. Der erste, der 5 Treffer versenkte, war 1974 Günter Netzer. Mike Krüger. Und Steffi Graf. Und Rudi Völler, der scheiterte. Nicht so Ronaldo. Und Otto Waalkes. Auch Joschka Fischer. Sogar der ehemalige französische Präsident Giscard d'Estaing musste ran. Die Torwand, sie war vor keinem Sportgerät sicher. Mario Basler zerschoss die Studiodeko. So auch Sprint-Olympiasieger Maurice Greene. Ja, liebe Freunde, da sind mehr Lampen zerschossen worden als bei einer Meisterfeier. Wenn ihr einverstanden seid, wenn Sie einverstanden sind, schürzen wir jetzt mal die Röcke, denn ihr ahnt das Unfassbare, ja, Sie ahnen das Unfassbare. Da steht sie, die ultimative Torwand. Katharina wird spielen. Ja. Katrin Müller-Hohenstein weiß auch noch nichts von ihrem Glück, aber auch Sie. Die Moderatoren dürfen gar nicht auf die Wand schießen. Dieter Kürten. Nicht. Ja. Dieter Kürten, mit ihm ist verabredet. Darf nicht schießen. Mit ihm ist gar nichts verabredet. Von Dieter würde ich mal sagen, ist am allerbesten zu hören, dass du die Sache kommentierst. Und wenn ihr einverstanden seid, ich werde erst mal das Objekt prüfen. Den Thomas. Thomas Gottschalk, einverstanden? Einmal die Lackschürchen noch mal. Tommy, komm. Ich habe nie in meinem Leben auch noch einen richtigen... Oh. Okay.
Überraschung, Überraschung. Rolando Villazón ist bei uns. Dann passiert das noch. Das ist unser zweites Team. Kommt, seid, kommt mit, kommt mit. Großartig. Schaut euch bitte dieses an. Rolando. Hallo. Einmal Hallo sagen. Sehr gut. Tommy tapfer sein. Ich komme mal hier hoch. Guten Abend. Ganz schön, dich zu sehen. Hallo. Und bei Rolando muss man noch dazu erzählen, Thomas, dass... Thomas, das ist der Ball. Der, ja, das ist so, so muss man mit mir reden. Wir machen es ein bisschen komprimierter. Pro Team. Ich coach. Nein, du wirst schon schießen. Pro Team, drei oben und drei unten. Seid ihr bereit? Ladies first. Katrin, ja. Du schießt, ihr könnt euch noch ein bisschen beraten. Wer spielt denn jetzt mit wem? Und das, eine Frau? Der zweite also, muss jeweils nach oben. Gemischte Couples, oder? Ja, natürlich. Beide. Drei unten. Ja, hier, nicht die Vorrehrung. Auf in den Kampf. Ein bisschen Chaka-Chaka. Chaka-Chaka. Fängt Rolando Villazón unten an? Ich versuche jetzt mal hier unten. Ja. Ja. Alle, Katrin Müller-Rundstein. Ja. Ja. Sieht doch aus. Gleich den nächsten. Okay. Mal knapp. Mhm. Auf Augenhöhe. Sehr gut. Nee, ich habe nicht gewartet. Ich drei das ist gerne. Dann oben. Ja. Ja. War schon nicht so schlecht. Also, nicht schlecht. Hast du jemals gegen einen Ball getreten, brauchst du auf dem Spielfeld oder so? Das ist so großartig. Was hat Jürgen Klopp gesagt? Jürgen Klopp hat gesagt, man darf keinen Anlauf nehmen. Du musst hinter dem Ball. Nee, ja, nicht so weit. Aber, ja, weiß ich. Aber nicht so außen. Du musst nicht so weit außen. Ja, aber ein bisschen nach innen kommen. Okay. Das, was diese Sendung braucht, ist ein Tor. Ja. Ja, so. Man kann wie immer bei Frauen, man kann ja? 100 Mal okay. auf die Frauen einreden. Singen. Wundervoll. Rolando auch mit Schuhen aus. Großartig. Aber du musst dabei singen. Nein, ich hat das keinen Sinn. Wenn ich ein Tor mache, okay. dann du musst auch. Ich schlage vor, jetzt schießt erst die andere Frau um. Okay. Ja? Ja, gut. Ja, schlage ich vor. Dann. Ja, ja fast. Überall. Nicht so hoch. Nummer zwei. Ja, fast. Super. Schön hoppeln. Lass ihn hoppeln. Großartig. Ja. Ach, Mensch. Aber ihr habt alles gegeben. Großartig. Okay, dann sind jetzt unter der Regie von Dieter Kürten die Jungs dran. Torwand. Ja. Torwand schießen, entfesseln. Wer möchte anfangen? Tommy oder Rolando? Mit wem bist du zusammen? Wir sind zusammen. Gut, dann bist du jetzt dran. Ja. Thomas bietet den Höhepunkt. Rolando fängt an. Nein, oben. Bei Rolando Villazón muss man dazu sagen, dass der Großvater... Ach, das sind seine Schuhe. ...Fußballstar war in Mexiko. Ja, mein Großvater kam aus Österreich und er war ein... großer Fußballspieler und ich habe auch ein bisschen Fußball gespielt und ich war so gut, dass ich bin ein Opernsänger geworden. So, jetzt versuchen. Dann wollen wir genau das jetzt sehen. Oben, aber nicht so fest. Ist das ein Problem mit Licht? Ja, ja. Okay. Ist versichert. Okay. Nummer zwei, Rolando Villazón. Ja. Oh! Not bad! Nicht schlecht! Was? Oh je. Ja. Was? Großartig. Ja, was? Es ist kein argentinisches, sondern ein mexikanisches Spiel. Ja! Ich habe keine Bälle mehr. Nochmal. Was ich nicht verstehe, warum er die Schuhe ausgezogen hat. Ja. Thomas, bitte. Jetzt links oben, oder wie? Was oben diese links. Torwand da, jetzt kommt, braucht, ja. ist ein Schuss. Aber die Richtung hat gestimmt. Tommy Gottschalk. Ich bin nie in meinem Leben in eine Schulmannschaft gewählt worden. Nie. Ich kann... Ja, du musst schon ein bisschen Anlauf nehmen. Das ist... Ein bisschen höher. Du musst reden. Ein bisschen. Ein bisschen höher. Ein bisschen Anlauf. Ein bisschen Anlauf. Ihr wart großartig. Ich würde sagen, wir müssen auch nichts abmoderieren und wir müssen keine Tränen trocknen, weil ihr wart einfach großartig. Es war großes super. Kino. Tommy Gottschalk, Rolando Villazón und hier die Damen natürlich im Doppel. Katrin Müller-Rundstein,
Armin der Witt, moderiert von Dieter Köppen, der dafür noch gesorgt hat, dass es sich mit dem Pärchen gut verteilt. Ja, so machst das du das. Ja? Ja, das ist ganz schön. Vielen, vielen Dank. Ihr wart einfach großartig und so macht Fernsehen natürlich auch Spaß. Da möchte man im Grunde genommen und will, dass das so weitergeht. Man kann irgendwie auf so eine Fußballwand schießen, man kann mit den Baggern rumspielen, man kann andere Sachen machen und hat immer das Gefühl, die Dinge, die Tommy heute noch Spaß machen, die machen vielleicht dann auch dem einen oder anderen Kind Spaß. 50 Jahre ZDF Kinderfernsehen, da rappelt's in der Kiste. Hallo! Bene, bene, wüsste, es rappelt in der Kiste. Auweia, was sollen wir jetzt machen? Du kannst doch aufs Dach fliegen, wenn du willst. 2 mal 3 mal 4, bitte, bitte, bitte. 2 mal 9. Ja, aber liebe Kinder, was macht ihr denn hier? Sing Dudelei, der Michel war bekannt. Sing Siehst du auch mal Janen Lohn? Nein! Himmel! Michael, verschwinde und versteck dich, diese lause Kerl! Auweia, auweia, da hat sie keine Eier. Tag. Tag. Oh ja, guten Tag. Tag, Thorsten. Tag. Sag mal, Onkel Hanni, warum sagst du immer guten Tag, auch wenn niemand da ist? Bei uns in Uhlenbusch ist es wichtig, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig guten Tag zu sagen. Tim Thaler hat ein gutes, brauchbares Lachen. Vielleicht täte ich es gerne, wenn ich so lachen könnte wie du. Sie mit meinem Lachen? Wie wollen Sie es denn haben? Ein Meter Lachen? Ein Löffel voll? Du kannst was. Ja, aber ob das reichen wird? Willst du was anderes machen? Ameisen können nämlich nicht fliegen. Natürlich nicht. Ameisen können nicht fliegen. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Schau dir nur diese Heidi an, die holt sogar die Ziegen ein. Schau mal, Schnucki, wir haben einen neuen Gast im Haus. Schnucki! Warte, Peter. Schau mal, er nimmt das Fressen an. Großvater meint, wenn er so weitermacht, wächst er. Ich glaube, ich hab's. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, was du wieder ausbrütest, verstanden? Ich brüte nicht. Ich bin ja kein Huhn, aber ich muss immer wieder an den schlimmen Sven denken. Ich wette meinen Kopf, dass wir den und seine Schiffe nicht mehr zu Gesicht kriegen. Das mach lieber nicht, Vater. Du hast doch bloß den einen Kopf und zum Essen und Trinken brauchst du ihn noch. Ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch jetzt das Licht. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Ja! Noch besser stopp. Nur noch einen Kopf, dann bleib es dabei. Es ist Wachenzeit, Haben Sie schon mal abgeschrieben und geschummelt? Nein. Ich war übrigens ein sehr guter Schüler, bei allen sehr beliebt. Was? Wenn ich ehrlich bin, ich habe auch etwas gemogelt. Letztlich gibt es für die Menschheit nur ein einziges Übel, die Unwissenheit. Fertig. Meine selbstgebaute Trainingsorgel. Aua! Aber Schurke, was machen Sie denn hier? Ihr könntet also ruhig abschalten. Tschüss. Das machen Sie auf gar keinen Fall. Nein. Klein angefangen,
Hat irgendwie jeder mal? Das Gefühl kennen meine nächsten Gäste. Der eine als Kinderstar, der andere als Praktikant bei Stefan Raab. Hier sind Thomas Orner und Elton. Empfang. Ja. Ah, so Wahnsinn. Toll, dass ihr da seid. Ja, aber Liebe? Schade, dass wir jetzt so gegenüber sitzen müssen. Nein, das ist völlig sehr weit weg. Bitte, ja. Lieber bei dir. Das ist nur eine physische Distanz, natürlich okay. Keine des Herzens. Tommy, ich muss mit einer Sache anfangen. Wir hatten in unserer Sendung am Donnerstag die kleine, wundervolle Kiwi hier zu sitzen. So klein ist sie gar nicht, aber sie ist wundervoll. Kiwi sagte, sie hat dir noch zu DDR-Zeiten einen Wunsch nach einem Autogramm geschickt. Und dieser Autogrammwunsch ist nie beantwortet worden. Durfte sie gucken überhaupt? Sie durfte das natürlich gucken, heimlich. Ja. Die Geschichte kennen wir schon. Und hat mir wenn du also jetzt bitte schau mal, was wir hier gefunden haben. Tommy Orner. Ja. Das Thomas ist aber Orner jetzt aber, das wird jetzt viele Jahre später, wir wollen nicht genau die Zeit nennen, bitte für kleine Andrea Kiebel eine wundervolle Autogrammkarte. Wollte sie wirklich bitte haben, freiwillig? Natürlich. Ja. Das ist aber Zufall, weil gerade gestern war ich bei der Post und habe das Autogramm ihr geschickt. Weil ich habe damals so viel, ich habe damals so viel Post bekommen. Das dauert auch noch. Und ich bin sicher, es gibt ein paar Mädels. Wir schicken das gleich auf den Weg. Kiwi? Für Kiwi. Ja? Das läuft. Ja, machen wir mit ihm jetzt weiter, ja, weil das brauche, da brauche ich jetzt für Kiwi. Okay. Elton, gibt es jemanden, von dem du irgendwie als kleiner Fernsehkieker richtig Fan warst? Ja, also ich meine, es sind ja tatsächlich alle hier. Also in Marion Kracht war ich verliebt. Grit Böttcher war quasi das erste Sexsymbol für mich. Weil oh! Nein, da ist so. Grit Böttcher, hallo? Das waren echt große Zeiten tatsächlich. Ja. Und jetzt müssen wir unbedingt Tommy Orners Karte noch mal zeigen. Kiwi, die Nummer ist auf dem Weg. Ja, das war damals noch nicht gesehen. Okay, also das Foto. Das Foto ist ja doch über 30 Jahre her. Aber Michael hat sich gut gehalten, finde ich. Ja. Du hattest, Tommy, tatsächlich gar nicht eine Vorstellung davon, was einem passiert, wenn man plötzlich Star wird. Ihr standet, um die Geschichte vorwegzunehmen, auch noch im Münchner Telefonbuch. Ja. Ja? Und das hatte welche Konsequenz? Es waren ganz andere Zeiten. Du bist ja nicht vorbereitet worden. Damals, 1979, 1980, als die Serie zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Ja. Du, die erste Folge kommt und halb Deutschland wird dich dann erkennen. Also man wurde darauf nicht vorbereitet. Mhm. Ich habe die Serie gedreht und ich habe die erste Folge gar nicht angeschaut im Fernsehen. Ich meine, wie war es nicht wichtig? Ja. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht bei den Dreharbeiten. Und am nächsten Tag haben dich die Leute plötzlich erkannt. Und ja, man stand im Telefonbuch, Paula Breitenbach, Weg 6, dort wohnten wir, Telefonnummer. Und nach dieser ersten Folge riefen sie bei uns an und skandierten dann vor unserem Reihenhaus. Und die Mädels riefen immer, Tommy, komm raus. Oh. Ja, und ich war damals 13 Jahre und ich konnte das noch nicht ausnutzen, weil die Matchbox-Autos waren mir noch wichtiger als die Mädels. Ja. Sag ich ganz ehrlich, ich war Spätentwickler diesbezüglich. Tim Thaler war eine der ersten Weihnachtsserien, die es im ZDF gab. Elton, warst du ein Gucker von Weihnachtsserien? Ich habe tatsächlich sämtliche Weihnachtsserien verfolgt. Ob jetzt Silas, Jack Holborn, was wir gesehen haben, Tim Thaler natürlich auch. Anna fand ich immer scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich bin ja auch ein Junge und da habe ich so mit Tanzen so nichts gehabt. Aber sonst waren die Serien immer ein Highlight. So, und heute moderierst du 1, 2, 3. Hast du damals 1, 2, 3 mit Michael Schanze geguckt? Selbstverständlich. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir hatten ja damals nichts. Aber das, was wir hatten, das war sensationell. Also auch das Kinderprogramm jetzt vom ZDF war einfach wunderbar. Und man hat halt tierisch drauf gewartet, dass Michael Schanze mit seiner nächsten Show kommt. Und das war echt immer ein Highlight. Jo. Musstest du den Plop-Test machen, als du gecastet wurdest? Den Plop-Test musste ich nicht machen. Ich kann ihn aber. Aber den hatte man dann ja auch nach Michael erstmal ad acta gelegt. Wollen wir im Publikum mal probieren? Sind Sie bereit für den ultimativen Plop-Test? Ja? Alle mal kurz den Finger in den Mund. Machen wir sonst nicht mehr in diesem Alter. Bei mir geht's auch nicht. Doch, aber ich weiß auch, ich habe Michael wirklich damals extrem geschaut. Und das, was du trainiert hast während dieser Sendung, war immer das. Du hast immer den Finger im Mund gehabt, du hast es nie hingekommen, aber irgendwann mal hat es dann
Habt, ja. Dann gab es noch eine großartige Serie, wo ein Nachwuchssportler unbedingt Fußballstar werden wollte. Wir erinnern uns, Sie erinnern sich vielleicht noch an Manni der Libero. Wollen wir noch mal einen Schnipsel gucken? Ich glaube, Tommy Orner will es nicht unbedingt, aber Sie wollen das. Führerschein. Sehr gerne. Gucken, aber das gucke ich mir sehr gerne noch mal an. Machen wir es, ja. Trainer, hier ist Manni. Tag. Tag. Der ist Ziervogel. Herr Ziervogel. Dass du mit diesen Quanten überhaupt Tore schießen kannst. Herr Patzek, ich bin in meinem Leben noch nie massiert worden, habe trotzdem meine Tore geschossen, obwohl ich doch fast ein Libero bin. Das hätte Berti aber Vogt nicht besser spielen können. Ja, Berti Vogt hätte wahrscheinlich in die Rolle noch mehr Leidenschaft reingelegt. Aber na, ich habe diese Rolle wirklich gerne gespielt, weil ich bin. Du warst Fußballer und du TSV Milbertshofen. TSV Milbertshofen, also vor Manni der Libero, vor Tim Thaler habe ich Dartshot gespielt. Aber ja, war nicht Libero, ich war immer ein Linker, also immer stark auf dem linken Bein und deswegen immer links außen. Da konnte ich am schlimmsten das Wenigste anrichten. Also mich haben sie gesagt, komm, geh nach links, da kannst du nichts kaputt machen. Ja. Mochtest du Manni der Libero? Manni der Libero mochte ich vor allen Dingen wegen den Spielszenen. Die waren ja sensationell, wie wir auch eben gerade gesehen haben. Also fußballertechnisch technisch gesehen, ey, wir haben grandios. Richtig, wir haben versucht, richtig zu arbeiten, weil das sind so kleine Schnipsel, aber dafür bist du wirklich 10-mal oder 20-mal gerannt. Mhm. Und ich bin nach der Produktion wirklich mit einer Bombenkondition rausgekommen aus der Produktion. Ja. Doch, absolut. Naja, also heute würde so eine Serie wahrscheinlich bei Ronaldinho oder wem auch immer zu 70% in irgendeinem Klamottenladen spielen oder so. Also ihr habt richtig auf dem Acker gearbeitet, das war richtige Feldarbeit. Naja, gut, es gab auch noch Annehmlichkeiten, es gab noch ein Catering drumherum und es gab noch die ein oder andere Garderobe. Also so das harte Fußballerleben mussten wir jetzt nicht nachleben. Nein. Okay. Nicht immer ist ein Fußballer auch ein geborener Sänger übrigens. Können wir die Sendung jetzt nicht abbrechen irgendwie oder können wir nicht zum nächsten Event vom ZDF kommen? Wir kommen jetzt zu dem nächsten Schnipsel mit Tommy Orner, den Sie unbedingt sehen müssen. Tommy Orner ist in der ZDF-Sendung Show Express aufgetreten mit einem Song, der hieß All the Girls Around the World. Ton ab, jetzt abdrehen. Sie bitte auf machen Sie die leiser. Damen machen Sie leiser. Im Hintergrund. Machen Sie leiser, ist besser für Sie. All the girls around the world are pretty. Every pretty girl is dreaming of a tender boy to wake her and to take her to the heaven of love. All around the world, there are millions and millions of young girls going to their first school dance, and each of them tries hard not to miss one dance, so as not to be left on the shelf. Das hat Herr Stolte damals zugelassen. Mit aller Leidenschaft. Tommy Orner. Du singst. Du singst immer noch, muss man sagen. Diese ich sing Zeile. Nicht mehr. Ich sing diese nicht mehr. Zeile. Aber das war nach meiner Matchbox-Autophase. Also, da ging dann schon was. Ja, ja, ja. Also nach dem Song hat man sich dann schon ein bisschen du, orientiert. Hier war immer noch und die Mädels, ich war dann schon ein bisschen sauer, weil nichts gegen die Mädels da im Hintergrund. Aber es gab, wir haben diese Sendung ja, die gehabt in Bremen. Mütter, also es gab schönere. Ja. Aber für den Anfang hat es gereicht. Man hatte das Gefühl, die haben dir irgendwie die Mütter von den Girls in die Kulisse gestellt. Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, Mensch, der Arme, jetzt muss er mal jetzt auch mal ein Mann werden. Ne? Ja. Elton, ja. Wenn du heute dir dieses Kinderprogramm anschaust, hast du auch das Gefühl, da ist eine Menge Innovatives dazugekommen? Oder sind es irgendwie doch auch viele alte Helden und alte Heldengeschichten, die einfach nochmal ausgekramt werden? Also ich finde gerade so eine Geschichte wie Tabaluga oder auch 1, 2 oder 3 natürlich super, weil da müssen die Kinder nicht nur Grips beweisen, sondern zum Teil sich auch bewegen und sowas. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. Nicht nur einfach vom Fernseher sitzen und irgendwelche Sendungen gucken, sondern auch unbedingt mitmachen. Finde ich sehr, sehr schön. Deswegen fand ich das super, als Michael Schanze zu mir sagt, dass ich auch eigentlich mal wieder auf die Kinder eingehe. Weil ich finde nichts Schlimmeres in einer Kindersendung, wo die Kinder nur so Bikeparkzettel sind. Und die Kinder haben die Hauptrolle zu spielen. Und deswegen macht mir das auch unheimlich viel Spaß. Natürlich, gerade auch für mich, spielen natürlich die Serien der Kinderzeit immer noch eine große Rolle. Zum Beispiel Simpsons war das erste Mal im ZDF. Ja, das darf man nicht vergessen. Auch guck eine ich große immer noch Fernsehfamilie, wie das ZDF.
Ja, und das sollte man einfach nicht vergessen. Wie gesagt, da war ZDF schon immer ganz groß, auch schon mit dem Ferienprogramm. Ja. Sensationell. Ich muss auch sagen, also ich habe eine 5-jährige Tochter und das finde ich ganz toll. Samstagmorgens macht sie dich um 8 Uhr schon wach, damit sie dich dann um 8.30 Uhr sehen kann. Sie kommt jetzt im ZDF so um die Morgenzeit. Damals haben wir ja 1, 2 oder 3 geguckt, als wir selber kleine Kinder waren, aber um 15 Uhr. Da waren die Eltern dann dementsprechend schon ausgeschlafen. Aber das ist schon toll, dass man sagt, Mensch, man ist selber mit so einer Serie oder Sendung in dem Fall aufgewachsen und jetzt darf man mit seiner Kleintochter das auch anschauen und die nimmt das auch toll an. Und er arbeitet auch super mit den Kindern. Also ein großes Kompliment. Er geht da voll auf Augenhöhe. Voll auf Augenhöhe. Elton und Tommy Orner, der trifft eine tolle Idee für eine Sendung, dann sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Das ist großartig. Toll, dass ihr heute Abend bei uns seid und mit uns feiert. Großes Kino im schönsten Sinne des Wortes. Soll ich noch mal und singen? Wir? Oder? Bitte. Okay. Doch, natürlich. Lassen wir es. Kann ich das andere auch Programm haben? So, liebe Zuschauer, Randale in der Heute-Show und Olli Welke ist mittendrin. Ja, wir von der Heute-Show wollen jetzt noch mal an einen ganz besonderen Mann erinnern und uns bedanken. Und zwar bei Wolf Gerlach, dem im letzten Jahr leider verstorbenen Erfinder der Mainzelmännchen. Er hat dem ZDF seine, darf man wohl sagen, eigentlichen Stars beschert, die wir in unserer kleinen Sendung weiterentwickelt bzw. auch ein Stück weit skrupellos ausgenutzt haben. Wenn zum Beispiel ein Winter einfach kein Ende nehmen will, dann kann man den Wetterfrust der Zuschauer mit Hilfe der Mainzelmännchen geschmackvoll und familiengerecht illustrieren. Das geht. Nabend. Ach nö. Geht's noch? Schüttelt auch noch ab. Ja. Ja, gut. War vielleicht ein schlechtes Beispiel. Anderes Beispiel. Auch aktuelles Beispiel. Raketentests in Nordkorea. Drohungen aus Nordkorea. Da muss man den Menschen vor dem Fernseher auch ein bisschen die Angst nehmen. Und die Bedrohung einfach mal niedlich verkaufen. Guten Abend. Ja. Ja. Zu RTL geht's da lang, Freunde. Exakt. Ja. Tschüss. Nordkoreanische Mainzelmännchen, ganz gefährlich. Aber auch noch kontroversere Themen konnten wir mit Hilfe der Mainzelmännchen anschaulich machen. Ist es beispielsweise in Ordnung, wenn all die Filialleiter Mitarbeiter und Kunden mit Videokameras überwachen? Und wie habe ich mir das eigentlich vorzustellen im Detail? Am besten, man stellt sich gar nicht vor. Ja. Oder hier, andere Frage, wie genau funktioniert der europäische Stresstest der Banken? Ne, wir können das mal erläutern, da kommt gerade ein gestresster Banker. Guten Abend. Ne? Und früher waren die Tests ja viel zu lasch, ne? Ja. Was bist du denn für ein süßer kleiner Banker, du? Das bringt nichts, so setzen wir ihn nicht unter Stress. Ich würde sagen, wir machen ihm jetzt mal richtig Stress, warte mal. Ja. Ja. Das war schon deutlich mehr Stress. Die Haare liegen wieder. Und das hier ist übrigens der einzige Banker-Stresstest, der wirklich Sinn macht. Leider durchgefallen. Ja. Populismus gegen Banker. Hat auch Platz in der Heute-Show. So. Die Mainzelmännchen sind aber ganz nebenbei auch wahnsinnig angenehme Kollegen, mit denen man, das darf ich Ihnen verraten, richtig Spaß haben kann. Bei der Heute-Show Weihnachtsfeier zum Beispiel. Da drehen die Jungs immer ordentlich auf. Aber das Verblüffende ist, die sind trotzdem am nächsten Tag im Werbeblock wieder topfit, meine Damen und Herren. Hut ab! Ja. Man könnte zusammenfassend sagen, unsere Mainzelmännchen sind quasi sowas wie die Erwachsenenversion der Mainzelmännchen, an die sie sich aus ihrer Kindheit erinnern. Dafür sprechen sie aber völlig neue Zielgruppen an, zum Beispiel alleinstehende Frauen über 40.
es gesehen? Haben Sie gesehen? Diese Schippenmeinzel, das war dem, ja, Olli Welke schon ein bisschen peinlich. Der hat ein bisschen schamig in den Schoß geschaut. Das ZDF hat in seiner 50-jährigen Geschichte wahnsinnig viele bundesweite Dienste übernommen, beispielsweise den Straßenräumdienst. Wenn ein Techniker in Mainz in der Zentrale die Kassette einlegte, dann wusste man an verschiedenen Abenden der Woche, da kommt ein Straßenfeger. Sternstunden der Erzählkunst. Das ZDF liefert großes Kino. Mörderische Momente. Menschliche Tragödien. Echte Abenteuer. Historische Dramen. Laster, Lust und Leidenschaft. Die Straßenfeger im Zweiten. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Guten Tag, Gentlemen. Der Hexer ist in London. Wer? Der Hexer? Ja, der Hexer. Der Hexer? Ja. Sie jagen den Hexer, nicht wahr? Er wird kommen. Und dann flackerte das Licht. Hey, hier ging's! Halt, stehen bleiben! Hilfe! Hilfe! Ruhe! Wenn hier einer um Hilfe schreit, dann bin ich es! Ja, bitte. Ist das nicht die Wohnung meiner Schwester Alice Morris? Wo ist meine Schwester Alice? Ich lieb den Glanz der Nacht, die Nacht, die wir durchwacht. Ich hörte den wahnsinnig. Bleiben Sie stehen! Was wollen Sie denn? Nein! Nein! Ich werde es mir überlegen. Mein Angebot gilt bis Freitag 12 Uhr. Ich lasse mich nicht erpressen. Greifen Sie zu, ehe Sie alles verlieren. Sie können meine Antwort heute schon haben. Sie heißt nein. Das ist Herzogsreich. Ich schulde Ihnen was. Und ich bin nicht der Typ, der sich vor Schulden drückt. Herr Herzog zieht es vor, dass andere Schulden bei ihm haben. Sie wollen sämtliche ausstehenden Steuerschulden für Ihren Vater bezahlen? Ganz recht. Finanzielle Dinge kann man so leicht missinterpretieren. Du hinterhältiges Arschloch! Dieses ist eine Erklärung, dass ich dich nicht verklagen werde, wenn du mir hier unterschreibst, dass du nicht wieder als Geschäftsführerin von Wankenberg antreten wirst. Und du? Was willst du? Ich habe auch eine Erklärung für dich. So sieht die Rassenschande aus! Die Linke ist aus! Die Grenze ist geöffnet. Ich kann Hitler unter Druck setzen. Dieser Mann ist ein Polit. So jemand kommt mir nicht ins Haus. Ach, mir ist, als käme ich wieder nach Hause. Mutter, gib mir mein Kind zurück! Ich bitte Eure Majestät, meine Verspätung zu entschuldigen, aber ich bin vor wenigen Minuten Vater geworden. Ein Sohn? Zwei Söhne, Majestät. Karl und Louis Junior. Das sind die Adlons. Seit 50 Jahren immer dabei, das Who is Who der deutschen Schauspielgarde. Starke Charaktere im deutschen Fernsehfilm. Und hier sind gleich zwei von Ihnen. Herzlich willkommen zurück, Senta Berger, und guten Abend, Heino Ferch. We'll be right back.
großes Kino. Ab wann haben Sie Ihre ersten großen Filme gedreht? Meine ersten großen Filme? Ach, das ist, wann ist das gewesen? Ja, in Mitte der 90er Jahre. Hast du Winterschläfer gemacht? Winterschläfer, Comedian Harmonists und noch zwei andere Kinofilme waren Mitte der 90er so die ersten die großen. Die richtigen Smash-Hits. Die dann einen Winter lang alle auf einmal liefen und dann gab es, glaube ich, keinen Platz mehr für ein Nein. Ja, und dann geht das natürlich irgendwie auch mit den Rollen so weiter. Wir haben jetzt als letztes gerade Krupp gesehen und Adlon gesehen. Und gibt es eine Vorstellung davon, warum diese Familiendynastien, warum die Geschichten von diesen großen Familienstammbäumen so interessant sind und so toll beim Publikum ankommen? Na, ich glaube, dass die Familie die Zelle ist oder die kleinste Gemeinschaft, die für alle Menschen auf der Welt nachvollziehbar ist. Und dass solche Dynastien, die über Jahrhunderte, über Generationen was bewegen, wie man auch immer dazu stehen mag, politisch oder wirtschaftlich, ist etwas, was fasziniert, weil nicht nur immer Können weitergegeben wird, sondern in der Familie das weiter transportiert wird. Und das hat Zwänge und Emotionen und geht seine Wege. Und das ist etwas, was, glaube ich, fasziniert, weil, wie gesagt, Familie ist etwas, was wir alle kennen. Aber wir erzählen ja nicht nur die Biografie dieser Familie, wir erzählen ja damit auch die Biografie unseres Landes. Das und ist ich glaube, das ist absolut. Genau. Und ich glaube, das ist eben auch das Unterhaltsame, wie man das immer definieren will. Haben Sie, Senta Berger, das war so spannend zu lesen, irgendwann in Ihrem Leben mal bedauert, dass Sie nicht länger in Hollywood geblieben sind? Nein, ich möchte gerne aufrichtig sein. Ich habe es nie bedauert. Jetzt, wo ich so in einem Alter bin, wo Dinge, die sehr lange zurückliegen, mir wieder näher kommen, an die ich sehr, sehr lange ausschließlich nicht gedacht habe, denke ich, dass ich sehr ungeduldig war und dass ich vielleicht hätte geduldiger sein müssen. Auf der anderen Seite ist es keine Charaktereigenschaft, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe die einfach nicht. Ja, Punkt, Ausrufezeichen. Ja. Und also haben Sie gedreht und gedreht in den 60er Jahren in Hollywood mit eigentlich allen Großen. Und es gibt eine kleine Liebesgeschichte, die ist im Jahre 2010 zart aufgeklärt worden. Das müssen Sie erzählen. Nein, nicht einmal eine Liebesgeschichte, aber ich werde natürlich sehr oft gefragt, Sie haben ja mit diesem und mit jenem männlichen Hollywood-Star gedreht und was hat der für einen Eindruck auf Sie gemacht? Und da muss ich sagen, wissen Sie, diese Männer, meine Partner waren immer so zwischen 25 und 30 Jahre älter als ich. Und ich habe mich eigentlich sehr viel besser mit ihren Söhnen verstanden. Und damit habe ich natürlich an Michael Douglas gedacht, der mit seinem Vater, der die Hauptrolle in einem großen amerikanischen Film spielte, und ich war eben die Partnerin von Kirk Douglas, der war zweieinhalb Monate... Der in der Kulisse stand. Ja, er stand nicht in der Kulisse, er war der Regieassistent vom Regieassistenten vom Regieassistenten. Okay. Und dann gab es eben auch noch den Sohn von Yul Brynner, den Rocky. Und wir drei haben Tel Aviv, da haben wir gedreht in Israel, unsicher gemacht. Und daran erinnere ich mich sehr deutlich und auch sehr gerne, während ich zu seinem Vater eigentlich wenig zu sagen habe. Von Estilo. Heino Ferch, Ihre allererste Fernseherinnerung, so als kleiner Fernsehzuschauer, waren die großen Highlights, die Sie vor den Fernseher geschoben haben? Meine Kindheit war geprägt von Jacques Cousteau und Hans Haas und ganz besonders von Salto Mortale, Gustav Knut und die Zirkusfamilie. Ja. Also Eroberer natürlich, in die Tiefe hinein, wie überhaupt die Welt zu erobern. Ja, und in die Lüfte, ins Trapez natürlich, etwas, was mich immer fasziniert hat. Turner waren Sie auch und ein wahnsinnig erfolgreicher Turner. Welchem Umstand haben wir es zu verdanken, dass Sie nicht ein dritter Eberhard Ginger geworden sind? Na, dass mich mit 15 ein Regisseur, der in meiner Heimatstadt inszenierte, Musical machte, Artisten brauchte und man hatte keine und ist zum Verein gegangen, hat sich ein paar Jungs gesucht, die schon mal getanzt haben und Mädels stemmen konnten. Ja. Und das war der Beginn. Und dann habe ich nach hochheben. Und nochmal eine Hebefigur. Ja, und also hat das parallel zu meiner Schulzeit so angefangen. Und dann bis zum Ende der Schulzeit war ich mehr mit Theater beschäftigt als mit Schulaufgaben eigentlich. Und wir haben auch von Ihnen einen ersten Auftritt im zweiten deutschen Fernsehen gefunden, nämlich eine
wahnsinnig lange Rolle hatten Sie in Der Alte. Wir gucken uns den Schnipsel mal an. Heiner Ferch. So. Da will uns einer verarschen. Fahren Sie mich bitte weiter mit dem Schaltwagen in die Stadt, ja? Das war knapp. Ja, das war knapp, das kann man sagen. Das war alles. War knapp. Schön. Noch eine Ahnung davon, was mit dieser ersten Gage passiert ist? Ich habe, glaube ich, Schulden bezahlt. Ich habe studiert in Österreich und auf der Hochschule. Auf der Schauspielschule? Auf der Schauspielschule, ja. Und habe dann das Konto ausgeglichen, glaube ich. Oder probiert, auszugleichen. Ja? Ja? Ja. Und Senta Berger ist ein Stückchen zuvor auf der Zeitschiene aus Amerika wiedergekommen, aus Hollywood wiedergekommen, ja. Und hat hier in Deutschland was Hochinteressantes gemacht, sprachen wir gerade drüber, nämlich gesungen. Der goldene Schuss mit Senta Berger. Ach. Ich spiel mit dir und du mit mir. Wir spielen Katz und Maus, ja. Das Spiel ist herrlich, doch sehr gefährlich. Denn leicht wird Ernst daran. Noch einmal. Wow. Gar nicht so schlecht, ja. So was. Ich hatte solchen Mut, ja? Großartig. Auch das ein toller Satz. Sie hatten immer großen Mut. Ja, aber hier hatte ich Mut aus, sagen wir mal, Unwissenheit. Nein, ich finde es gar nicht so schlecht, wie ich damals gedacht habe. Ja, das fand das Publikum auch. Ganz herzlichen Dank, Senta Berger und Heino Ferch. Danke schön. Und liebe Zuschauer, seine Fans wissen sofort Bescheid. Udo Jürgens hat noch nie einen Saal ohne eine Zugabe verlassen. Auch heute fangen wir erst gar nicht damit an. Hier kommt mit einem Dankeschön für all die netten Glückwünsche, die das ZDF zum 50. erreicht haben. Udo Jürgens mit vielen Dank für die Blumen. Als man da tat, ist man beim Chef gut angeschrieben. Da machte ich mich an die Sekretärin ran. Ich tat mein Möglichstes und hab wohl übertrieben. Denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann. Er rief mich zu sich und er sagte, Sie verstehen wohl, es wäre schrecklich, wenn wir Sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie es ohne Sie hier weitergehen soll. Doch wollen wir das ab nächsten 1. mal probieren. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir, ja, Katz und Maus. Immer wird's das Leben einer, der trifft dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Ich sah die schönste Frau, die jemals mich betört hat. Und es war richtig Liebe auf den ersten Blick. Ich ahnte, dass sie mich im Stillen schon erhört hat. Und dachte, Mann, was hast du wieder für ein Glück. Ich wusste ganz genau, dass diesmal alles klar war. Sie schlug die Augen zu mir auf und sagte dann, du bist der tollste Mann, der jemals für mich da war. Ich heiße Dieter und mit dir fang ich was an. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir ja Katz und Maus. Immer ist das Leben einer, der trägt dich auf. Vielen Dank.
bisschen Technik zwischen uns zu stellen. Und bevor er sich gleich in den Bademantel wirft, kommt er doch lieber zu mir. Danke. Ach, Udo Jürgens. Haben Sie eine Ahnung, warum und wie das zur Titelmusik für Tom und Jerry wurde, was ja auch im ZDF liegt? Ich habe eines Tages einfach einen Anruf bekommen, dass sich die Schöpfer von Tom und Jerry mich gewünscht haben, dass ich ein Lied schreibe für die Sendung, für die europäischen Länder, für Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch für einige andere noch. Und das war natürlich ein toller Auftrag. Es war nicht einfach, muss ich dazu sagen. Mhm. Es sollte ein... Das musste ich aufs Bild schreiben. Die haben mir eine Filmsequenz geschickt und dann habe ich das darauf gemacht. Da waren Szenen, so die typischen Szenen von Tom und Jerry. Ja, und das musste so ziemlich genau passen mit den Bildern und das hat großen Spaß gemacht. Okay, und wir haben einen wahnsinnigen Spaß daran, dass Sie heute bei unserer Geburtstagsfeier mit dabei sind. Eine Ehre. Dem 50. Und jetzt kommt ihr. So viel Zeit muss sein. Und jetzt, Udo Jürgens, kommt Ihr allergrößter Fan. Hier ist Harpe Kerkeling. Absolut rührend und wir freuen uns erst recht. Wann fing deine stille, laute Zuneigung zu Udo Jürgens an? Die fing an, als ich Kind war. Da war er ja schon im Prinzip der größte Star des deutschen Sprachraums und auch weit darüber hinaus. Und wirklich eine richtig große Liebe ist daraus geworden, lieber Udo. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war 1991. Ich bekam den Bambi. Und das war einen Tag nach dem berühmten Outing, was sich auch 20 Jahre jährt. Und der Einzige, der auf mich zukam, neben Frank Elstner und Walter Scheel, und mir die Hand gegeben hat, war Udo Jürgens. Und das werde ich nie vergessen. Applaus. Aber da muss ich das. Ich bin sehr stolz darauf, dass er ein Fan ist, wie er sich selbst bezeichnet. Das kann ich nur zurückgeben. Ich war natürlich vom Anfang an. Dann teilt ihr eine gewisse ein Leidenschaft für einander. Totaler Fan seines Humors und seiner Art und wirklich toll. Schön, dass es die gibt. Genau. Du hast dich, Castingshow hat man damals noch nicht dazu gesagt, aber deine Fernsehkarriere begann im Grunde genommen bei einer Art Talentwettbewerb in der Funkausstellung? Was war das? Ja, das war eine Kooperation zwischen dem ZDF und der Hör zu. Und seinerzeit saßen in der Jury der ehemalige Unterhaltungschef, berühmte Unterhaltungschef des ZDF, Wolfgang Penck, und Harald Juhnke. Und da hatte ich dann das große Glück, als Entertainer da den ersten Platz mit 16 Jahren zu machen. Und das Schöne war, am nächsten Tag lief ich stolz durch Berlin und traf Harald Juhnke. Da hat er einen Hut auf, zog den Hut und sagt: Chapeau. Also er kannte mich wieder. Einen Tag später, er wusste immer noch, wen er da gekürt hat. Ja, davon träumt man doch. Ja. Großartig. Und da ging es los. Und du hast parallel dazu immer noch Bilder im Kopf gehabt, was aus dir werden sollte? Im Gegensatz zu den großen Kollegen, die da sitzen, hatte ich schon so eine Vorstellung. Ich wollte eigentlich Musik ist Trumpf irgendwann moderieren. Das war schon so meine Vorstellung, ja. Udo, können Sie sich noch an können Sie sich noch an Ihre liebsten Fernsehsendungen, wir sind ja nun heute, das ist wie so ein Familienalbum. Man schlägt die Fotos auf und sagt, weißt du noch? Bei mir ist eigentlich so, dass ich darüber gar nicht nachdenke, was die Liebsten waren und manche waren schwer und so. Im Großen und Ganzen ist es so unglaublich, dass ich erleben darf, dass ich in der ersten deutschen Fernsehsendung, die das deutsche Fernsehen überhaupt gemacht hat, in den 50er Jahren, schon als ganz kleine Nummer, aber immerhin mit Musik mit dabei war und dann später im ZDF. Großartig. Ja, viele Jahre mache ich das schon. Und dass ich immer noch das tun darf und kann und mit großer Freude immer noch Lieder schreibe. Sie und müssen, weil es dieses schön. Publikum sich so wünscht. Danke.
Das Tolle bei Udo Jürgens ist natürlich auch, dass er im Grunde genommen bei jedem großen runden Geburtstag des zweiten deutschen Fernsehens dabei war. Wetten, das hat logischerweise auch viele Geburtstage gefeiert. Und wir zeigen Claudia Schiffer und Harpe Kerkeling bei Wetten, das. Frau Schiffer. Hallo. Nicht anfassen, nicht anfassen. Ich sage, ich habe Schnappatmung ein bisschen. Ich habe für Sie Blumen mitgebracht. Dankeschön. Ich habe auch mal meine Karte da. Wenn Sie vielleicht, wenn Sie in der Gegend sind, dass Sie sich mal melden. Ich bin Single. Nein, weißt du, Frau Schiffer, sind Sie mit dem Flugzeug gekommen? Genau, ich bin mit dem Flugzeug. Von London, ne? Genau. Ich bin ja von Grevenbroich. Ich bin mit der S-Bahn. Ja. Sag mal, Frau Schiffer, ich meine, wir müssen auch fast im gleichen Alter sein. Kann das sein? Nein. Und Claudia Schiffer war völlig konsterniert. Claudia Schiffer war völlig konsterniert. Maybrit, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt selber nicht die Hälfte davon verstanden, von dem, was ich da erzählt habe. Ja, sie war konsterniert, aber ich muss zu ihrer Ehrenrettung sagen, ich bin oft darauf angesprochen worden und Thomas weiß das auch. Also Claudia Schiffer wusste natürlich, um wen ich mich handle. Und sie hat versucht, da sehr nett, wie ich finde, mitzuspielen. Ja. Horst Schlemmer, wie fühlt man sich, wenn man so ein Monster erschaffen hat? Ja, wie fühlt man sich da? Du, ich war mir so sicher, nach einer Sendung will das keiner mehr sehen. Ich probiere es mal aus, mache es einmal. Dass es dann 6 Jahre in diesem Kittel werden und ich nur noch diese Zähne und dieses Gesabbere und also, ich, das ist, also dass ich das wirklich gerne gemacht habe. Wie veränderst du die Stimme? Wie ich die Stimme verändere? Die Stimme ist ja unglaublich, wie du, deine Stimme wird plötzlich um etliche Töne tiefer. Ja, aber du bist ein musikalisches Genie. Ich mache Folgendes. Ich arbeite stimmlich, so, das ist etwa meine Stimmlage, die ich privat habe. Dann gehe ich ganz langsam, immer tiefer. Und irgendwann lande ich hier. Da komme ich gar nicht runter. Nein, ganz. Es ist nicht anstrengend. Gar nicht anstrengend? Macht man da Atemübungen zwischendurch, dass man das durchhält? Nein, das Schöne beim Schlemmer ist ja auch, der sieht so aus, als würde dem nicht gleich immer etwas einfallen. Und insofern habe ich dann auch mal Zeit und denke so, wie könnte ich denn jetzt reagieren? Schnaufst du mal ein bisschen? Und irgendwann kommt dann die Reaktion. Das ist schon sehr praktisch. Und die Handtasche ist natürlich eine, die Handtasche ist natürlich eine großartige Erfindung. Das ist nicht wirklich meine Erfindung, sondern ich darf vielleicht sagen, einer meiner Entdecker, der berühmte Programmdirektor Hüttenrauch, den es leider nicht mehr gibt, der hat irgendwann zu mir gesagt, als ich 18 war, also Sie könnten das schaffen. Eventuell werden Sie mal ein namhafter Komiker. Aber denken Sie daran, wenn Sie eine Figur erfinden, dann brauchen Sie ein Requisit. Wenn das alleine auf der Bühne ist, muss man wissen, dass Sie kommen. Und irgendwann stand ich da in diesem Outfit und dachte, eine Herrenhandtasche. Die ist es. Und insofern bedanke ich mich posthum bei Herrn Hüttenrauch, der eigentlich diese Idee mir in diesem Moment eingepflanzt hat. Ach, wie toll. Großartig. Das berühmte Requisit. In welcher Rolle, Udo, sehen Sie ihn am liebsten? Ist es der Horst Schlemmer? Oder? Ja, ich würde sagen, der Schlemmer ist eine der Parade, also der besten Rollen. Wahrscheinlich ist das die Nummer 1. Aber ich finde, diese holländische Psychoanalytikerin. Elfje. Das ist natürlich schon auch was Grandioses. Ja. Haben Sie Spaß, liebes Publikum, noch mal einmal? Ja. Leider haben wir Elfje nicht da, aber ich möchte Ihnen noch mal was auch Ungetopptes zeigen aus dem schönen Oeuvre von Udo Jürgens. Der hat nämlich nicht nur wahnsinnig viele Melodien für uns erfunden, sondern er hat zusammen mit dem großen Peter Alexander, wir sind also mittlerweile bei der dritten Legende hier in der Runde, uns deutsches Publikum so charmant um jeden Finger gewickelt. Oh, Sie müssen es sehen. Udo, ist dir nicht gut? Brauchst du deinen Kamillentee? Mister, your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you are looking for. Jetzt bist du dran. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me, went to bed for more.
Yes, sir. I can boogie, but I need a certain song. Peter Alexander und Udo Jürgens waren im Grunde genommen die Vorreiter von Aerobic. Ja, das ist auch unerreicht. Ja. Haben Sie sich gut verstanden? Das ist eine eigentlich bekloppte Frage, sehr, ich stelle sie trotzdem. Sehr, sehr gut. Wir haben sehr viele Sachen zusammen gemacht. So Jux-Geschichten in Fernsehsendungen, in seiner Show. Ja. Die war eine ganz großartige, berühmte Show. War ich sehr oft zu Gast. Und gab es irgendwas ganz Besonderes an ihm, was Sie am meisten fasziniert hat? Ja, wir haben uns mal gegenseitig, er hat mir mal mich reingelegt, er wusste, dass ich Knoblauch nicht besonders gern habe. Oh. Und da hatten wir eine große Duettgeschichte, eine lange. Und er hat vorher extra, bis ihm fast schlecht wurde, Knoblauch gegessen, um mich dann, wenn wir dann zusammen singen, also zu schockieren. Und das war wirklich das war ein Problem, denn er hat dann viel mehr Probleme gehabt als ich. Weil er den ganzen Abend kein Mensch sich mit ihm unterhalten will. Apropos nicht unterhalten wollen. Harpe Kerkeling hat die Erfahrung gemacht, dass man sich mit mancher historischen Persönlichkeit eigentlich nicht unbedingt länger unterhalten wollte, oder? Wir haben im zweiten deutschen Fernsehen ja bei Terra X Harpe Kerkeling in verschiedene historische Rollen schlüpfen lassen. Da gibt es auch atemberaubend schöne Fotos, die schauen wir uns noch mal an. Und irgendwie hatten die alle einen Hau, oder? Ja, und dagegen hatte ich mich auch gewehrt. Ich habe gesagt, auf keinen Fall mache ich die Kleopatra. Und dann hat Gero von Böhm mich aber überzeugt. Ich sage, das wird einfach nur lächerlich. Ich kann es nicht machen, aber ich finde, es geht. Man konnte es dann doch machen. Doch. Harpe Kerkeling als Michail Gorbatschow. War das schwer? Schon. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber am Ende, also ich glaube, es waren insgesamt 32 berühmte Persönlichkeiten der Weltgeschichte, die ich da innerhalb von einer Woche darstellen durfte. Und man stellt fest, die ganz Großen hatten alle einen Hau. Also ausnahmslos. Vor allem die. Die hatte auch einen ganz großen Hau. Ja. Elisabeth die Erste. Die Erste, auch. Karl Marx. Und haben wir noch einen auf Lager? Nein, aber der ist irgendwie, wir haben jetzt nicht alle 32 aneinander gewartet. Gibt es irgendwie eine Lieblingsfigur aus dieser Reihe von dir? Ja, Christoph Kolumbus. Ich glaube, das war so der einzig normale Mensch neben Michail Gorbatschow. Wir müssen unbedingt mit euch noch was spielen. Nämlich eine sehr, sehr tolle Klassiker-Sendung im zweiten deutschen Fernsehen. Hört auf den schönen Titel Erkennen Sie die Melodie? Die kennt ja eh alle von Udo. Man kennt alles und weiß die Musik. Nee, und schon geht's los. Erster Titel. Ein Quiz. Da. Mosaik für Senioren. Nein. Das Senioren. Udo, hast du eine Idee? Nein? Was war denn das? Eine Idee von, na? Das Heute-Journal in den 50ern, ich weiß es nicht. Auch kein Quiz, auch kein Heute-Journal in den 50ern. Hier ist die Auflösung. Was? Disco! Das war die Titelmelodie. Was, das war die Null Erinnerung. Ja. Da haben die früher auch schon geklatscht. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Aber ich. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Melodie. Ich war endlich mal im Disco zu Gast. Ja? Ja, ja, klar. Krimi. Krimi. Ja. Oder? Krimi. Kriminal. Krimi ist schon mal sehr richtig. Sie so sind ähnlich. Im warmen Bereich. Ja, wenn es klingt so ähnlich wie Derek, also kann es nur der Alte sein, oder? Ja! Es ist der Alte und wir gucken mal kurz die Auflösung. Ja! Großartig! 97 Punkte, sehr toll. Und hier einen dritten, den haben wir auch noch. Der ist wieder ein bisschen komplizierter. Da warst du bestimmt auch auf. Mireille Mathieu war da, Nana Muscuri war da, James Last bestimmt war da. Richtig. Und es war eine. Es war, genau, wie hieß die? Ihr seid auch schon wieder sehr im heißen Bereich. Ja, Stabparade. Geil!
Sie haben recht. Sehr gut. Nochmal 100 Punkte. Hier ist die Auflösung. Ihr seid ja großartig. Und Pepe Lienhardt hat es natürlich hervorragend intoniert. Super. Habt ihr großartig gemacht. Vielen, vielen Dank. So sehen Sieger aus. Aber jetzt das liebste Programm im ZDF nach wie vor. Also wenn man dann nach Hause kommt und so ein bisschen an der Fernbedienung spielt, was guckt habe dann. Hast du eine Lieblings... Ich sehe dich gerne. Was? Ich sehe dich wahnsinnig gerne. Ja, muss ich sagen. Ich sehe dich sehr gerne. Aber auch Frau Slomka. Ja, toll. Und Terra X ist eine meiner Lieblingssendungen, aber natürlich auch die großen Unterhaltungsshows. Mhm. Und würdest die du sagen... Ja nachts nicht. Nachts kommen ja meistens schon sehr brutale Krimis, dass man manchmal unter der Decke verschwinden muss. Das stimmt. Wirklich zu brutal, finde ich. Aber, ja. Oder gute Dokumentationen. Haben Sie, Udo, ein Lieblingsformat? Die Heute-Show. Mhm. Ja. Heute-Show finde ich sensationell. Mhm. Ja. Auch dafür gibt es logischerweise Applaus. Und wir kommen jetzt zu einem sehr schönen Thema, das zwingend mit dieser Sendung verbunden ist. Wir haben nämlich von Ihnen wahnsinnig viele Klicks bekommen im Internet. Wir sind häufig geklickt worden. Dort sollten Sie nämlich abstimmen darüber, welche Sendungen in 50 Jahren ZDF-Fernsehgeschichte die liebsten Sendungen waren. Ihre liebsten Sendungen, also quasi Ihre Herzensperlen. Und das, was wir in der letzten Show schon ermittelt haben, die Plätze 10 bis 6 nämlich, die gucken wir uns schnell nochmal an, nur damit Sie so eine ganz grobe Idee davon haben, wer also schon gewonnen hat. Ah, Platz 10, Ich heirate eine Familie. Dann das aktuelle Sportstudio, Katrin Müller-Hohenstein, Dieter Kürten. Auf Platz 8 Neues aus der Anstalt, Platz 7 war Aktenzeichen XY und auf Platz 6 interessanterweise Löwenzahn. Ja. Der bestbewohnte Bauwagen und wahrscheinlich der berühmteste Bauwagen von Peter Lustig, jetzt logischerweise mit Nachfolgern. Was dächtet ihr, wer müsste jetzt noch kommen? Wer könnte noch fehlen? Es fehlen natürlich die großen Dinger fehlen noch. So die ganz die großen Dinger. Das ist doch mal eine super Anmoderation. Freunde, die großen Dinger fehlen noch. Wir gucken Ihre Top 5. Platz 5 geht an den schönsten TV-Rummelplatz der Fernsehgeschichte. Hans Rosenthal und seine kunterbunte Schießbude namens Dalli Dalli. Sie sind natürlich der Meinung, das ist spitze. Kapitänsmütze auf und los geht es. Sie haben das Traumschiff mit Platz 4 geehrt. Seit über 30 Jahren schalten Millionen Zuschauer ein, wenn Geschichten so seicht wie das Meeresrauschen über die Bildschirme flimmern. Hauptsache, es sieht gut aus. Frank Elstner macht jetzt ein Fass auf, denn die Bronzemedaille der beliebtesten ZDF-Sendungen geht an Wetten, dass. Dann natürlich Wetten, dass gehört zum Klassiker. Ich finde Wetten, dass einfach spannend. Da ist eine tolle Show, ist eine schöne Entspannung, ist lustig. Man sieht Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Top, die Wette gilt. Eins, zwei oder drei. Eine absolute Überraschung auf Platz 2. Von Anno dazumal mit Michael Schanze bis heute mit Elton. Das Kinderquiz 1, 2 oder 3 erfreut sich bei Ihnen riesiger Beliebtheit. Ja! 1, 2 oder 3, Traumschiff, aber Kindersendung schon wieder vorne? Wer hätte das gedacht? Das ist erstaunlich, oder? Erstaunlich, sehr erstaunlich, ja. Ja? Was tippen Sie, was tippst du, könnte, müsste, sollte? Die absolute Nummer 1 von. Ich hätte natürlich gedacht, Wetten, das ist Nummer 1, hätte ich gedacht. Hätte ich auch gedacht. Hätte ich jede Wette verloren. Ja. Ja. Heute läuft jeden heute. Tag. Nein? Heute ist es. Heute ist es nicht. Läuft jeden Tag. Fernsehgarten. Hätte sich dann irgendwie in die Hirne der Menschen so eingeschmiedet, dass Fernsehgarten leider auch nicht. Frontal 21. Hatten wir auch gerade. Dann weiß ich es nicht. Weiß es wirklich nicht.
Aber irgendwer muss es ja sein. Ja. Vielleicht meine Lieblingssendung. Ihr denkt noch mal ein bisschen nach. Jetzt kommt der spannende Moment, der große Augenblick. Welche Sendung haben Sie zu Hause auf die Nummer 1 gewählt? Unzählige Formate sind seit dem Sendestart in Ihre Wohnzimmer geflimmert. Viele davon standen zur Auswahl. Der letzte Platz ist noch offen. Und das, liebe Zuschauer, war Ihre Entscheidung. Was ist Ihre Lieblingssendung im ZDF und warum? Da habe ich natürlich eine Lieblingssendung, gar keine Frage. Am Anfang haben die mich wegen dem angeblichen Nuscheln und dem Mainzer Dialekt dort reingebracht. Wenn ich die ganze Woche nicht gelacht habe, dann muss ich da in der Regel immer wieder lachen. Da werden wir Politiker so richtig verarscht, ja. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist die beste Nachrichtensendung, die das ZDF hat. Das ist die Heute Show. Die Heute Show. Die Heute Show? Heute Show. Wie ich sie hasse! Mit großem Abstand auf Platz 1. Everybody's Darling. Die Heute-Show. Angeblich, und ich sage es nochmal, angeblich ist die FDP jetzt auch für den Mindestlohn. Es gibt so etwas Großbritannien, nennt man dort Royal Commission. Das ist wirklich verblüffend. Immer wenn er Englisch spricht, kann ich ihn plötzlich verstehen. Vier Badezimmer. Da könnte eine riesen Hartz-IV-Familie morgens komplett duschen. Kommen sich nicht ins Gehege, bevor sie den Gang zum Arbeitsamt antreten. Werden wir uns für sich, ja? Welches Tier sollte denn Ihrer Meinung nach in der Rinder-Bolognese sein? Schweinefleisch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Das, meine Damen und Herren, ist Ihre Nummer 1. Und Olli Welke kann leider heute nicht hier sein. Darum kommt jetzt die Dankesrede von Gernot Hassknecht. Liebe Zuschauer, im Namen des gesamten Heute-Show-Teams ein herzliches Dankeschön für den ersten Platz. Wenn Sie gestatten, ich habe eine kleine Liste vorbereitet und möchte allen danken, denen die Sendung ihren Erfolg verdankt. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Vielen Dank erstens an die FDP. Fertig. Natürlich ist die Heute-Show nicht die Leistung eines Einzelnen. Nein, es ist Teamwork. Jede Show ist immer nur so gut wie ihr schwächstes Glied. In unserem Falle also Oliver Welke. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie großartig diese Sendung sein könnte, wenn, sagen wir mal, ich sie moderieren würde. Aber ich war zu alt damals beim Casting und zu klein. Na und? Der Lanz ist auch nur 1,30 Meter mit Schuhen. Ach, was soll's. Platz 1 ist super. So, und gleich auf der Aftershow-Party mache ich schön die Illner besoffen und dann... So. Na, mein kleiner Hasshase, wollen wir mal auf dich anstoßen. Herzlichen Glückwunsch für die Heute-Show. Hier ist Gernot Hassknecht. Vielen Dank. Ganz herzliches Dankeschön im Namen des ganzen Teams. Da ist vielen, noch vielen nichts Dank. Drin. Vielleicht wieso ist da jetzt noch nichts drin? Das finde ich. Das für später auf. Entschuldigung, aber jetzt muss ich, soll ich jetzt ausflippen? Nee, also, das könnte man ja schon ein Gläschen. Du machst mal hier los. Öffnest schon mal die Flasche. Soll ich das öffnen? Ich halte so lange die Gläser. Ja? Sehr schön. Und dann üben wir die Geschichte mit dem: Ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann irgendwie unter den Tisch gesoffen, der 1,30 Meter groß ist. Das schaffen wir heute noch. Nein, ich bin 1,60 Meter groß. Okay. Also, dann hätten wir auch das richtig gestellt. Und da 63. ist für 67 ist für Gernot Hassknecht und die Heute-Show. Ossa! Das goldene Mainzelmännchen. Dankeschön. Oh, toll. Ein Traum. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was sein muss, muss sein, köstlich. Das ist der erste Preis. Das ist der erste Preis. Den bitte nicht küssen und auch nicht anknabbern. Da ist keine Schokolade drunter. Ja. Das goldene Mainzelmännchen für Ihre beliebteste Sendung in 50 Jahren ZDF-Geschichte. So, jetzt mussten aber auch nehmen. Vielen Dank den Zuschauern zunächst. Das war, liebe Zuschauer, Dankeschön. Das war sie, die große Jubiläums.
50. Geburtstag des ZDF. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie heute dabei waren, dass Sie uns so lange die Treue gehalten haben, die letzten 2,5 Stunden sowieso und die 50 Jahre davor. Fastenzeit ist vorbei. Ich gehe jetzt feiern mit Gernot und Co. Tschüsschen, vielen Dank, machen Sie es gut. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben hier ja Katz und Maus. Immer wenn's das geht, mein Herz richtet sich aus. Vielen Dank. Immer wird's das geben, einer, der trägt dich.